Hallo Wolfgang, es freut mich sehr, dich hier im Videointerview zu haben. Ich freue mich auch. Danke, dass du da bist. Thema unseres Videointerviews ist die psychische Unterdrückung durch den Staat mit Hilfe von Kindern. Wir schauen uns da konkret meinen Fall an, in den du involviert bist. Du bist Psychotherapeut, hast mit meinem ältesten Kind, mit meiner ältesten Tochter gesprochen, hast auch eine Audiodatei angehört, die sie heimlich aufgenommen hat, worin ein Streit der Mutter und der Schwester der Mutter und Mutter der Mutter zu hören ist, mit der ältesten Tochter, wo auch die anderen drei Kinder von mir noch dabei waren im Haushalt der Mutter. Und von meinem konkreten Fall fände ich es toll, wenn wir das dann noch verallgemeinern können, uns anschauen, was da eigentlich für Mechanismen im Untergrund sozusagen arbeiten, warum da Richter so agieren, wie sie agieren, warum Jugendämter so agieren, warum Staatsanwälte, Strafrichter, ja, es sind da mittlerweile sehr viele Personen und Staatsorgane da involviert in meinem Fall. Wenn wir uns da anschauen, was da an unterirdischen psychischen Flüssen, ja, am Fließen sind, fände ich das sehr interessant. Ja, vielleicht stellst du dich erstmal kurz selber vor. Wer bist du? Was hast du für einen beruflichen Hintergrund und was machst du heute? Ja, wer bin ich? Also erstmal männlich. Ja. Dann, ich bin inzwischen berentet, 69 Jahre alt. Beruflich bin ich Arzt, Facharzt für psychotherapeutische Medizin und für öffentliches Gesundheitswesen. Das war mein erster Facharzt. Als ich den machte, eine Ausbildung, habe ich sehr viel Sozialpsychiatrie gemacht. Ich war also viel in so auf für Unterbringungen, die ich entscheiden musste, zusammen mit Richtern. Also da war die Zusammenarbeit mit Richtern wichtig. Später, also ich war mal auf dem Weg, Beamter zu werden, habe das dann aber abgebrochen und dann eine Ausbildung in mehreren Kliniken gemacht, um den Facharzt für psychotherapeutische Medizin oder somatische Medizin zu machen, nein, psychosomatische Medizin zu machen. So ist das. Und ich bin seit mehreren Jahren niedergelassen. In den letzten 2 Jahren nur als im Bereich, nein, in den letzten 2 Jahren nur privat im kleinen Rahmen noch. Und ich bilde ein paar Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen aus und halte so Berlin-Gruppen für Ärzte und berate auch noch so Manager, die zu mir kommen, um Coaching zu machen. Das ist so meine Tätigkeit. Und warst du selber schon mal Gutachter vor Gericht? Ich war Gutachter vor Gericht. Ich habe ja mal in einer forensischen Psychiatrie gearbeitet, also eine gerichtliche Medizin, wo Verbrecher untergebracht sind, denen, also wo man sagt, die Ursache ihres Verbrechens ist im Grunde genommen eine psychische Störung, Depression, Schizophrenie, was immer, Persönlichkeitsstörung. Und da habe ich auch 2 große Gutachten gemacht. Ansonsten im Rahmen meiner Niederlassung kleinere Gutachten. Und im Übrigen werden meine Therapien, die ich mache, immer begutachtet. Also ich muss, wenn ich eine längere Therapie mache, immer ein Gutachten wegschicken und das wird dann so bewertet, dass es den Regeln, also den modernen Regeln normaler Therapie oder medizinischer Psychotherapie entspricht. Und wenn es nicht entspricht, wird es abgelesen oder abgelehnt oder, oh, ich merke, ich bin ganz schön aufgeregt. Okay, ich denke, ich habe es wohl genug erklärt. Sieht man dir nicht an. Wir sind ja per Du, wir schätzen uns, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Beeinflusst es denn deine Objektivität, dass wir uns schon gut kennen? Ich denke nicht, weil du fragst mich ja immer wieder und bittest mich um Stellungnahmen, die ich so ganz gerne mache, aber in meinen Stellungnahmen sind auch dir gegenüber kritische Aussagen, wo ich sehr schätze, dass du dich damit auseinandersetzt und die nicht ablehnst.
Und ich denke mal, dass ich da so objektiv bin und im Grunde genommen auch durch meine Tätigkeit, also ich mache jetzt Psychotherapie seit mehr als 40 Jahren, ist das Du jetzt nicht hinderlich, um objektiv zu sein. Und warum gehst du jetzt in die Öffentlichkeit? Warum hast du dich bereit erklärt, dieses Videointerview mit mir zu machen, unter deinem Namen, mit deinem Gesicht? Naja, also ich bin zunehmend verärgert über die Art und Weise, wie die Juristen reagieren und über deren Unfähigkeit, sich in Frage zu stellen und mal zu reflektieren, was die mit ihren Urteilen auslösen. Das ärgert mich. Das ärgert mich nicht nur bei den Richtern, sondern das hat mich auch so früher geärgert, wenn ich als Elternbeirat im Gymnasium meiner Töchter tätig war und dann gemerkt habe, wie schwierig es ist, so fachfremdes Wissen so unterzubringen, weil dann die Leute hingehen und sagen, nein, wir dürfen nur von bestimmten Institutionen beraten werden, aber von außerhalb ist das nicht der Fall. Und das ist so, finde ich, ärgerlich. Danke nochmal, dass du dich bereit erklärt hast, das heute zu machen. Steigen wir doch direkt in das Thema ein, also in meinen Fall, und dann abstrahieren wir das Ganze noch weg von meinem Fall. Du hast ja gerade auch deine eigenen Erfahrungen geschildert mit Personen, die Beamte sind und entsprechende, ich sag mal, Macht auch in ihrem Bereich verfügen. Fangen wir doch mit dem Kern der Sache in meinem Fall an, und zwar, dass ich ja meine Kinder seit gut 3 Jahren jetzt nicht mehr gesehen habe, weil ja das Gericht in Ulm, das Amtsgericht unter dem Herrn Dr. Markus Bühler, damals festgestellt haben will, dass ich meine Kinder angeblich gefährde, weil ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Das Wechselmodell ist ja die gleichberechtigte Erziehung der Eltern, also 50-50, paritätisch, wie man auch sagt. Und ich habe mit meinen Kindern darüber gesprochen, auch weil die mir schon vorher, bevor ich noch das Wort kannte, ja, gesagt haben, Papa, ihr seid leider getrennt, aber dann haben wir ja 2 zu Hause. Also eigentlich war es auch immer der Wunsch meiner Kinder. Und jetzt sollte es eine Gefährdung gewesen sein, weil ich angeblich die Kinder in einen Loyalitätskonflikt gebracht habe. Also die müssen sich anscheinend zwischen den Eltern entscheiden, wenn ich ihnen sage, ihr habt das Recht, beide Eltern zu haben. Wie erklärst du dir diese Entscheidung des Gerichts vor gut 3 Jahren und die ja bis heute anhält? Naja, ich denke mal, dass, also wenn du so einen elterlichen Streit hast, weißt du, dann geht es ja gewöhnlich darum, dass ein Elternteil der Böse und ein Elternteil der Gute ist. Und soweit ich das mitbekommen habe, hat deine Ex-Frau es fertiggebracht, so als die Gute darzustellen und dich als den Bösen zu verurteilen. Und das Gericht hat es im Grunde genommen übernommen. Und damit ist man dann in einer bestimmten Schiene drin. Also in dem Fall bist du in einer Schiene drin, wo es schwer ist, rauszukommen, weil es schwerfällt, also getroffene Entscheidungen zu hinterfragen. Und sagen wir, also wenn man nicht weiterkommt, alles nochmal zu überdenken, wie du das vielleicht im geschäftlichen Bereich häufiger machst. Weißt du? Aber so im privaten Bereich habe ich so das Gefühl, da findet das relativ selten statt. Es war ja auch damals so, dass das Jugendamt, da hat eine Frau Schwarzenbolz damals ans Gericht geschrieben und hat behauptet, ich würde die Kinder psychisch schädigen, indem ich mit ihnen über das Wechselmodell rede. Aber die Person, die Frau Schwarzenbolz, die ist ja Sozialpädagogin. Wie kann die über eine angebliche psychische Schädigung überhaupt Aussagen treffen? Naja, weißt du, also jetzt muss ich mal ein bisschen persönlicher werden im Umgang mit dir. Ne? Du kannst, und das hast du ja erlebt, relativ schnell die Leute dazu bringen, dass sie sauer auf dich sind. Und ich denke, sowas muss stattgefunden haben in irgendeiner Weise. Fühlte die sich von dir gekränkt, verletzt, sodass die hingeht und gesagt hat,
Ja, du bist der Böse. Und damit ist etwas ausgelöst worden, wo sie hingeht und sagt, die Frau hat recht. Ja, also man springt sozusagen von dem Schwarzen ins weiße Feld oder man wird von einem, also man wird zum Feind. Und ich denke, da sind auch Interaktionen zwischen dir und der Frau stattgefunden oder haben stattgefunden, die ich so also nicht kenne. Aber so könnte ich mir das vorstellen, dass das so ein Mechanismus ist. Also ich habe ja nie irgendjemand persönlich angegriffen in den Verhandlungen damals, im Gegensatz zu heute, wo ich das zum Teil mache in den Verhandlungen, einfach weil ich gar nichts mehr zurückhalte von dem, was ich da denke und den Leuten auch mitteilen will. Also mit persönlichen Angriffen habe ich heutzutage gar kein Problem mehr, wenn sie eben fundiert sind. Ja, damals habe ich das gar nicht gemacht. Ja. Ich habe sachlich argumentiert, habe da vorgetragen, was mit den Kindern passiert ist, was meine Ex-Frau ihnen angetan habe. Ich habe gesagt, warum ich das Wechselmodell für gut halte. Ich habe gesagt, dass es die Kinder wollen und so weiter. Also ich habe da eigentlich keine persönlichen Angriffe gemacht. Woher kommt es dann, dass so eine Polarisierung stattfand, zum Beispiel bei dieser Frau vom Jugendamt? Du bist ein guter Analytiker und in mancher Hinsicht ist es ungeheuer schwer, deinen Argumenten zu widersprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Frau ein Gefühl im Umgang mit dir von Machtlosigkeit hat und darauf reagiert sie mit Zorn. Und das kann relativ schnell geschehen. Ja, also das hat natürlich jetzt nichts mit der Vergangenheit zu tun, aber so in jüngerer Vergangenheit, ich glaube, es war Herr Bühler, ne, der hingeht und sagt, du bist ein ziemlich intelligenter Mann oder ein sehr intelligenter Mann. Und er hat mir ja auch unterstellt, dass ich aufgrund deiner Intelligenz dir unterlegen bin und dann sozusagen wie ein Jünger dir folge. Das war der Strafrichter, der Herr Lampa vom Amtsgericht Ehingen. Ah. Der hat ja mir im Beschluss bescheinigt, dass ich über hohe intellektuelle Wissensstand oder sonst irgendwas verfügen würde. Ja. Hat aber dann gleichzeitig mir ja eins reingedrückt und gesagt, aber dann hätte er doch erkennen müssen, dass er sowas nicht schreiben darf. Das war quasi ein toxisches Kompliment von ihm. Okay, also das ist interessant, weil das ist so, also das, was ich gemeint habe mit dem, was da unterbewusst passiert, weil auf fachlicher Ebene ist es ja eigentlich fraglos so, dass eine Sozialpädagogin keine Aussagen über psychologische Dynamiken treffen kann. Na, ich glaube, da bist du so ein bisschen streng. Im Grunde genommen macht es ja jeder. Weißt du, also wenn du jetzt mal in Soapshows guckst, wird ungeheuer viel psychologisiert und das wird ja auch gern gesehen. Und im Grunde genommen meint man so, auch als nicht Betroffener oder nicht Ausgebildeter, beruflich Ausgebildeter, dass man so von der Psychologie, also vom Menschen, sehr viel versteht. Und das ist ja auch richtig, also in einer gewissen Weise. Ja, so für den Alltag reicht es aus, Dinge zu interpretieren und sich und so zu kommunizieren, dass man sich versteht und dass Familienleben oder auch politisches Leben, juristisches Leben möglich ist. Ja, und von daher finde ich deine Forderung, man darf das nicht so übertrieben, weil das überall gemacht wird. Also jeder redet psychologisch und jeder psychologisiert. Also du musst nur mal hinausgehen. Als ich das letzte Mal in der Sauna war, da habe ich so ein Gespräch zugehört, die psychologisiert haben, aber wo die Feinheiten, die Sprachen im Grunde genommen nicht zum Ausdruck gekommen sind, die nehme ich wahr und die kann ich so nutzen in einem Fachgespräch. Aber so im Allgemeinen passiert es einfach und das lässt sich nicht verhindern. Der Vorwurf einer psychischen Schädigung der eigenen Kinder ist ja schon heftig. Der ist heftig. Also ich müsste die eigentlich fragen dann, woran macht die das fest und wie nimmt die das wahr, bei welcher Gelegenheit?
Wie würdest du denn, also du hast erzählt, du warst an zwei forensischen Gutachten beteiligt. Wie würde man es denn, ich sag mal, handwerklich richtig machen, so eine Feststellung zu treffen, dass jemand seine Kinder psychisch schädigt? Wie macht man handwerklich richtig solche Befunde? Naja, so bei deiner Tochter zum Beispiel war das so, habe ich das auf zwei Ebenen gemerkt, nicht? Die eine Ebene ist, sie hat mir etwas gemalt oder ich habe sie malen lassen. Und aufgrund der Zeichnung, was sie gemacht haben, kann ich Rückschlüsse ziehen, also dynamische Rückschlüsse. Und auf der anderen Seite wurde das beschädigt durch den Audiomitschnitt, den deine Tochter heimlich mitgemacht hat. Da ist nämlich das, was sie gezeichnet hat, dann objektiviert worden durch den Audiomitschnitt und also wie ich den Umgang gehört habe, sodass ich sagen kann, das kann ich sozusagen auf zwei Ebenen, auf zwei Ebenen finde ich die gleiche Aussage oder den gleichen Inhalt. Und damit hat es so eine gewisse Wahrheit. Okay, da hast du jetzt nicht festgestellt, dass ich die Kinder psychisch schädige, sondern im Gegenteil, ja, du hast festgestellt, dass ich da nichts mache, sondern die Mutter und ihr Umfeld die Genau, Kinder also die schädigen. Mutter, also das ist ja eine Episode, ja, also das ist ja ein Teil, Teil des Lebens, der dazu dargestellt wird. Und in dieser Episode wurde im Grunde genommen deutlich, dass deine Tochter massiv von der Familie, deiner Ex-Frau, unter Druck gesetzt wurde, wo ich hingehe und sage, das passt nicht. Und diese Episode, die wiederholen sich natürlich, ne? Die sind so Ausdruck eines Trends, wie man erzieht. Ja, und dieser Trend ist, wie soll ich mal sagen, strenger und unterdrückender als so dein Erziehungsstil. Du legst mir auf Freiheit und sagen mir, also man kann auch mehr diskutieren mit dir. Ja? Und das ist für manche Leute halt gefährlich, wenn man so frei wird. Das muss man mit auch umgehen können. Also da wurde im Grunde genommen deutlich, dass deine Ex-Frau mehr unterdrückt als du. Okay, nochmal zu den Befunden, wenn ich es richtig verstanden habe. Es gibt die subjektive Komponente, also du sprichst mit meiner ältesten Tochter, sie erzählt dir subjektiv, wie es geht. Dieses Subjektive kannst du ein Stück weit objektivieren, indem du sie was zeichnen lässt und dann quasi das Innere nach außen gekehrt wird und du das dann analysieren kannst. Und Genau. gleichzeitig hast du dann noch einen objektiven Teil, wie diese Audioaufnahme, wo du selber, das glaube ich, 11 Minuten lang mitkriegst, wie so ein Fenster in die Realität hinein, was da tatsächlich geschieht. Genau. Völlig richtig. Aus diesen zwei Anhaltspunkten oder diesen zwei Beweisen sind es ja im Grunde, kannst du dann eben herleiten, wo hier eine psychische Schädigung der Kinder herkommt, wer die dann ausübt. Ja. Okay, und also die jetzt im aktuellen Verfahren, der aktuelle Richter, der Herr Alexander Damm am Amtsgericht Ulm, der hatte jetzt einen Befund von dir vorliegen von 2019. Und der musste da was beschließen. Es ist nicht wichtig, um was es ging. Aber ein Argument, warum er meinen Antrag abgelehnt hat, war, dass dein Befund ja schon vor über 2 Jahren vorgelegt worden sei. Wie ist denn das, wenn etwas wie diese Audiodatei, die ist ja jetzt schon fast 3 Jahre alt, also 2,5 Jahre, ist sowas dann hinfällig, ja, erledigt sich die Sache oder ist da wirklich noch ins Heute weiter? Das ist natürlich jetzt auch subjektiv, ja. Also als ich die Audiodatei gehört habe, konnte ich im Grunde genommen eine Nacht nicht schlafen. Also die war für mich auch als Profi sehr belastend. Und diese Belastung, die trifft natürlich kann ich auch übertragen auf deine Tochter. Dann habe ich das natürlich so objektiviert. Ich bilde ja so Leute aus und habe das mal vorgespielt. Also das ist ja anonym und Informationen werden da nicht weitergegeben und die Kollegen, die ausbilden, also die Ärzte und Psychologen, Psychologinnen, die reagierten ähnlich geschockt. Man kann davon also ausgehen, dass
diese Episode, ja, sich so einbrennt, könnte man so, in einen Teil des Gehirns, wo sie dann im Grunde genommen weiterarbeitet. Ja, und dass die immer noch wirksam ist. Okay, also ist es eigentlich nicht richtig, wenn der Richter so argumentiert, dass er sagt, das ist ja jetzt schon lange her. Also das impliziert eigentlich gar nichts. Es heißt, ein Zeitablauf in der Psychologie sagt eigentlich weder, dass sich dieser Zustand verändert hat oder aufgelöst hat, noch dass er fortwirkt. Aber du sagst, weil das so ein extremes Vorgehen war der Mutter, wirkt sich das nach deinem Dafürhalten bis heute noch weiterhin aus? Nach meinem Dafürhalten wirkt sich das bis heute aus, ja. Aber es ist natürlich eine Frage, der Richter hat jetzt auch nicht Unrecht, er behauptet es halt einfach, ne? Wenn er sagt, das wird vergessen. Ich sage, das wird nicht vergessen. Und da steht halt Aussage gegen Aussage. Nur ist die Frage, wer hat mehr Ahnung vom Vergessen und von emotionalen Prozessen, der Richter oder ich? Er versteht mehr von der Juristerei, davon verstehe ich relativ wenig. Ich verstehe mehr von solchen Prozessen und ich würde eigentlich erwarten, dass er solche Aussagen ernster nimmt. Also das ist auch was mich ärgert, warum ich hier jetzt öffentlich rede. Der Richter hat ja eigentlich, ja, ein bisschen kenne ich mich ja juristisch aus, der Richter Alexander Damm hat ja sogar in der Verhandlung im Februar gemeint, dass ich ja mittlerweile das Wissen eines Fachanwalts im Familienrecht habe. Also von daher kann ich ein bisschen was für mich reklamieren. Also gemäß § 26 im Familiengesetz, also FamFG, hat er ja die Aufgabe, von Amts wegen zu ermitteln. Das heißt, wenn er was vorliegen hat, woraus hervorgeht, dass die Kinder geschädigt werden könnten, in meinem Fall von der Mutter und dem Umfeld, dann kann er doch nicht einfach sagen, ja, das ist so lange her, sondern er muss dann sagen, okay, ich weiß selber nicht, ob das heute noch nachwirkt, ich muss das jetzt ermitteln. Sollte er eigentlich tun, tut er aber nicht. Im Grunde genommen fällt es relativ schwer, wenn man mal Entscheidungen getroffen hat, und zwar auch in mehreren Prozessen hintereinander, ne? Und die waren immer gleich, nämlich gegen dich, fällt es ungeheuer schwer, von diesem Trend abzusagen und etwas ganz Neues anzufangen, weil du dann alles, was du entschieden hast, in Frage stellen musst. Und das mag im Grunde genommen keiner. Das hast du ja auch, sagen wir, im Bereich der Wirtschaft. Also du investierst relativ viel in bestimmte, sagen wir, in Kernkraftwerke, nicht? Du triffst viele Entscheidungen, es wird viel Geld ausgegeben. Und wenn du das mal gemacht hast, dann fällt es schwer, das so abzuhaken, sondern du gehst dahin und sagst, nein, das können wir doch nicht tun, weil da wurde so viel Geld investiert und wir müssen weiter investieren. Also es fällt schwer, Dinge loszulassen und zu hinterfragen und anders zu entscheiden. Und ich denke, das ist auch ein Problem des Gerichts. Umzudenken. Ne? Ja. Also sowas, noch mal. So in der Psychotherapie geschieht das eigentlich nur unter großem psychischen Druck. Also dass man hohen Druck aufarbeiten muss, um den anderen dazu zu bringen, zu sagen, ich denke jetzt um. Okay, du weißt ja, dass ich in der Öffentlichkeit viel schreibe über meinen Fall und das mittlerweile dazu geführt hat, dass im November 2021 sich der Richter Dr. Markus Bühler selbst abgelehnt hat und deshalb nicht mehr in meinem Fall zuständig ist. Ist das dann so ein psychischer Druck, den ich da über die Öffentlichkeit aufgebaut habe, der vielleicht notwendig war, um zu so einem Umdenken zu führen? Na, ich denke, dass auch der Richter diesen Druck spürt und dann hingeht und so ein Gefühl hat, ich bin dem nicht mehr gewachsen und das soll dann jemand anders übernehmen. Also der fühlt sich so überfordert. Weiß ich nicht, was er hat, aber ich denke, dass der bestimmt vermutlich mit Krankheitssymptomen reagiert hat, ne? Und dann hingeht und sagt, das mache ich nicht so wie ja auch in der, also wenn ich so arbeite, mir überlege, bin ich jemandem gewachsen? Und es gibt ja immer Personen, wo ich so sage, oh, das ist eine schwierige Therapie, das mache ich nicht, das überlasse ich lieber einem Facharzt oder also sagen wir
einer anderen Richtung der Medizin. Also wenn einer eine Blinddarmentzündung hat, dann bin ich überfordert, weil also bei mir würde er wahrscheinlich sterben, wenn ich operieren würde. Also das muss dann einer machen, der halt operieren kann. Ne? Und so denke ich, sowas dürfte auch bei dem Richter und zwischen dem Richter und dir abgelaufen sein. Das Beispiel, das du gerade gebracht hast, war ja eigentlich eine Selbsteinsicht bei dir, dass du über die fachliche Kompetenz nicht verfügst, um etwas selbst durchzuführen. Genau. Bei dem Richter ist es ja so, wenn er sich jetzt selber ablehnt, ist ja immer noch fraglich, weil er hat ja in seiner Selbstablehnung geschrieben, dass er sich beleidigt, das als Beleidigung sieht, was ich da öffentlich über ihn schreibe. Das heißt, er zeigt ja keine Einsicht, also es hat bei ihm kein Umdenken bewirkt. Doch, das Umdenken war, dass er gesagt hat, ich mache diesen Fall nicht. Also der könnte ja, sagen wir, wenn er den Fall bearbeitet und sich gekränkt und beleidigt fühlt, könnte er ausfallend werden. Und dann geht er hin und sagt, meine Urteilsfähigkeit ist eingeschränkt. Ich bin da nicht mehr objektiv. Und insofern denke ich, dass das so ein intellektuell emotionaler Prozess ist, wo er sagt, ja, das traue ich mir nicht mehr zu und dann verzichte ich lieber, das sollen andere machen. Okay, aber man hätte ja auch erwarten können, dass er aufgrund der Online-Berichterstattung sieht, er hat einen Fehler gemacht und dann sagt, den korrigiere ich jetzt und löse meine Beschlüsse auf und entscheide anders. Ich würde dann eher sagen, dass er hingeht und sagt, ich habe keinen Fehler gemacht, aber ich ärgere mich über den Herrn Grogan so, dass ich den, dass ich da nicht mehr so objektiv urteile. Das heißt, wie kriegt man es denn eigentlich dann hin, dass so Menschen wie der Dr. Markus Bühler, der da in seinem Richterstuhl sitzt, der im Grunde unantastbar ist? Ich meine, Richter sind ja im Grunde die Götter unserer Gesellschaft. Ja, das, was früher das Orakel war, einen Richter abzusetzen, ist eigentlich unmöglich in Deutschland. Ja, die sind auf Lebenszeit Richter fertig. Ja. Wie kriegt man es dann überhaupt hin, dass so jemand sieht, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich muss meine Beschlüsse revidieren. Also ich hätte so das Gefühl, jetzt mal strategisch bräuchte der, also bräuchten vielleicht Richter allgemein ein nicht richterliches Coaching. Also sagen wir, so ein Coaching durch einen Psychotherapeuten oder durch einen Arzt, der die Dynamik versteht und der so sachlich ihm nahebringen kann, dass da eine Veränderung nötig ist. Aber ich glaube nicht, dass das geschieht über so eine Art Druck. Ja, also der Druck erzeugt ja im Grunde genommen immer einen Gegendruck und letztendlich in den allermeisten Fällen wird es darauf hinauslaufen, dass die Leute sagen, also die Richter sagen, du bist wirklich ein gefährlicher, ja, vielleicht blutrünstiger Mann, ja, der alle so vernichten will. Und ich glaube schon, dass die in so eine Vernichtungsfantasie kommen können und sagen können, der will mich zerstören. Und damit fällst du dann automatisch wieder auf die Seite des Bösen. Und der Richter geht dann hin und sagt, deine Ex-Frau hat recht. Es ist ein böser Mann, ne, der sich so wehrt. Getötet habe ich ja niemanden, ja, Blut ist auch keins geflossen. Dass die Sachen, die da öffentlich berichtet werden, zum Teil knallhart sind, ist keine Frage. Ja, also ich kämpfe mit den Waffen des Wortes. In dem Sinne gibt es dann vielleicht Blut, ja, weil halt wirklich die Wahrheit auch dargestellt wird, ja, dass jemand Fehler gemacht hat. Und das kann dann für denjenigen, der die gemacht hat, sehr unangenehm werden. Ja. Das ist dann wie eine körperliche Verletzung für diese Person. Hast du das auch gemeint mit den gesundheitlichen Problemen, die der Dr. Markus Bühler vielleicht bekommen hat Genau, aufgrund der genau. Berichterstattung? Also wenn man sehr Aber gekränkt ist oder sehr getroffen wird, dann reagiert gewöhnlich der Körper mit irgendwelchen Beschwerden, Magenbeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Schwindelgefühle, Herzrhythmusstörungen, ja so. ich meine, der Dr. Markus Bühler hat ja auch zwei Kinder laut seiner Website, also das hat er ja auch veröffentlicht. Ich stelle mir vor, das ist ja schwer für einen Richter, der
Ein Richter hat ja per se ein hohes Ansehen. Also nur allein, dass man Richter zum Richter gemacht wird, der heißt schon, dass man einen hohen Status in der Gesellschaft hat. Wenn jetzt jemand wie ich online berichtet über Jahre hinweg, dass dieser Richter Dr. Markus Pühler sein Amt missbraucht, um jemanden politisch zu erpressen mit den Kindern, ist es natürlich für den Herrn Pühler gesellschaftlich nicht schön, aber wahrscheinlich auch innerhalb seiner Familie entsteht da ein entsprechender Druck auch für ihn. Stimmt. Würde ich so grundsätzlich zustimmen, ne? Aber wenn man jetzt mal deine Idee aufgreift der Supervision von Richtern, was ich grundsätzlich gut finde, ja, weil da können wir das später auch vertiefen, die persönliche Prägung eines Richters ja immer eine Rolle spielt bei seiner Entscheidung, vor allem wahrscheinlich die familiäre Prägung in familienrechtlichen Entscheidungen. Aber wenn wir mal nochmal diese Supervisionsidee aufgreifen, das ist ja was, das dauert Jahre, bis da dann die Gesetze entschieden wurden, das in die Politik ja überhaupt erstmal reingebracht wurde. Da muss man im Grunde Politiker bearbeiten, dass die sagen, ja, wir machen eine Supervision von Richter. Dann müssten Richter ja auch noch zugeben, ja, okay, vielleicht brauchen wir sowas und das fällt ihnen ja vielleicht schwer, weil Richter sind ja quasi unantastbar und fast fehlerlos wie der Papst, ja, und treffen ihre Entscheidungen nach ihren Einschätzungen und Überzeugungen natürlich. Da gibt es ja auch dann wieder diese Fehlbarkeit, die da eingebaut ist. Also ganz so papstähnlich sind sie nicht. Aber das ist ja ein langwieriger Prozess. Was kann jemand wie ich kurzfristig machen? Also für mich war die Öffentlichkeit die einzige Chance, dass ich sehe, okay, ich muss der Macht des Richters eine andere Macht entgegensetzen, weil sonst passiert dann nichts, sonst bin ich völlig ohnmächtig, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Also bin ich in die Öffentlichkeit gegangen, das kann ich. Ich bin Marketing-Experte, ich war 4 Jahre freier Journalist. Und der Richter ist ja da ohnmächtig. Er kann nicht auf Facebook kommentieren und sagen, hallo, ich bin der Richter und ich sehe das anders. Ja, da, er darf da nicht eingreifen in diese öffentliche Sphäre. Er darf zu einem Fall öffentlich nichts sagen. Also zumindest habe ich es ja dadurch geschafft, einer Macht eine andere Macht entgegenzusetzen. Kann da Ja, was passieren? das stimmt, da entsteht ein Machtkampf. In vielen Familien bestehen ja Machtkämpfe. Ja? Also auch zwischen dir und deiner Ex-Frau ist ein Machtkampf. Es geht, welcher Erziehungsstil setzt sich durch? Ja? Und deiner ist attraktiver. Deiner ist attraktiver, weil du mehr Freiheit lässt und weil du mehr Entwicklung lässt. Und jetzt hast du natürlich so einen Machtkampf mit dem Richter. Und irgendwie muss dann auf beiden Seiten der Wunsch bestehen, wir wollen aus diesem Machtkampf raus und wir wollen eine wie auch immer geartete Lösung haben, also möglichst friedlich. Und wenn man die Persönlichkeit hat, also so mit dem anderen reden zu können, also über die Dimension der Juristerei hinaus, und dann sagen wir die Dimension des Menschlichen, oder also des Ganzheitlichen, ne, reinzubringen, dann sind Lösungen möglich. Ansonsten wird es ein schwieriger Machtkampf über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Also in manchen Ehen ist der Machtkampf ja über Jahrzehnte, das weiß ich aus meiner Arbeit. Man fängt so an, wenn man geheiratet hat, und wenn man Pech hat, dann endet es in einem Mord nach vielen Jahren, ne, oder früher oder später. Also im Grunde genommen ist es wichtig, dass man sich darüber unterhalten kann, wie finden wir eine Lösung, die allen gut tut und dass man aus dem Machtkampf rauskommt, auf Dauer. Also der Psychotherapeut Jordan Peterson in Kanada, der hat mal gesagt, Frieden ist dann, wenn beide bis an die Zähne bewaffnet sind und jeder weiß, der andere könnte, wenn er will, man tut es aber nicht und verhandelt mal lieber. Das kann man so sehen. Es gibt so eine andere Interpretation, die mir besser gefällt in dem Fall. Das ist, wenn man nichts mehr zu verlieren hat. Na, also so, weiß nicht, die Geschichte von Me und Bobby McGee, dieses Lied kennst du vielleicht. Da heißt es dann, Freedom is just another word for nothing left to lose. Ja, also Frieden ist dann, wenn ich nichts mehr zu verlieren habe. Und dann kann ich
Aber wenn ich was zu verlieren habe, zum Beispiel meinen Ruhm oder mein Ansehen, dann wird es schwierig, darauf zu verzichten. Und dann kann man natürlich so Frieden über Gewalt machen. Also wenn man so hoch aufgerüstet ist, dann ist es im Grunde genommen die Angst, die einen zum Frieden zwingt. Jetzt weiß ich nicht, ob das so ein guter Nährboden für Frieden ist, Angst. Angst läuft im Grunde genommen darauf hinaus, dass man den anderen immer kontrolliert und dann passiert irgendwann was, wo man nicht kontrolliert, dann entsteht wieder die Angst, dann rüstet man wieder auf. Und ich denke, es läuft mehr über Vertrauen. Also mir wäre es lieber, sagen wir, wenn du dich mit den Richtern zusammensetzen könntest und ihr vertraut einander und ihr hört zu und die Richter wären in der Lage zu sagen, also wir sehen, dass sie nicht nur der Böse sind, sondern auch gute Eigenschaften haben, uns als Richtern vielleicht negativ auffallen, aber sie sind trotzdem ein guter Vater, der wirklich, also sagen wir, modern erzieht, ja, und dem wir auch die Freiheit lassen, dass die Kinder zu ihm kommen. Und dann wäre, glaube ich, beiden geholfen. Ne? Also die Juristerei würde so ein bisschen menschlicher werden. Also in meinem Fall und vielleicht insgesamt auch. Ja, also es muss auf jeden Fall das Ziel sein. Der aktuell zuständige Richter Alexander Damm am Amtsgericht Ulm hat ja in der Verhandlung im Februar gesagt, er hat keine Zweifel, dass ich ein toller Vater bin. Also ich habe noch Zweifel, ob er ein toller Richter ist. Das müssen wir noch sehen. Also wenn er das so ernst meinen würde, dann müsste er hingehen und sagen, ich lasse die Kinder zum Vater, ne? Und, ja, ich setze deiner Ex-Frau eine Grenze, die immer, also die so hingeht und sagt, der Vater ist irgendwie so pathologisch und negativ. Ich fand es jetzt mit dem Freedom's just another word for nothing left to lose, fand ich jetzt gut, weil es ist vielleicht beides, weil damals, ich sag mal, als ich angefangen habe zu verstehen, was da so passiert am Gericht oder auch mit meiner Ex-Frau, das hat beides miteinander zu tun, habe ich gemerkt, hör auf zu überlegen, also ich mir selber gesagt, hör auf zu überlegen, ob das, was du machst, irgendetwas bringt, sondern mach's einfach. Nimm dir die Freiheit, das zu tun, von dem du überzeugt bist, unabhängig davon, ob es bei den anderen was bewirkt. Und ab da habe ich angefangen, einfach in der Öffentlichkeit zu schreiben oder auch damals meiner Ex-Frau, mit der ich dann noch Kontakt hatte, zu sagen, was immer ich gedacht habe. Und durch das, was ich mir da selbst gesagt habe, kam ich auch, sage ich mal, immer schneller an die Wahrheit ran. Also früher hat es 2 Monate gedauert, bis ich gemerkt habe, welche Tricks das Gericht anwendet oder der psychologische Gutachter des Gerichts, wie auch immer, ja, wie das alles zusammenhängt. Heute weiß ich das innerhalb von 2 Millisekunden, ja, ist mir sofort klar. Und dieser Schritt in die Freiheit und auch dieses nichts mehr zu verlieren zu haben, es erinnert mich daran, ich habe damals den Gustl Mollat, also dieser Fall, der ja 6 Jahre in der Psychiatrie war, zu Unrecht, da verurteilt wurde, in der Psychiatrie zu sein. Ich habe mir damals ganz detailliert seinen Fall angeguckt und habe mir gesagt, ich werde nicht erst in die Öffentlichkeit gehen, nachdem ich 6 Jahre in der Psychiatrie war, sondern ich werde jetzt gleich machen, weil ich will nicht pathologisiert werden durch die Gerichte, damit sie mich fortschaffen können in die Psychiatrie. Was übrigens das OLG Stuttgart mit dem Richter Meyer dort mal versucht hat. Ja, die haben mich da so dargestellt, wie wenn ich da irgendwie so ein Wahn hätte, ja, und denke, die würden alle zusammen gegen mich arbeiten. Da hast ja du dann damals bestätigt, dass ich wahrscheinlich genauso irre bin wie der Richter selbst, nämlich normal irre, ja, muss man so auszudrücken. Also das ist das, was mir da einfällt, die nichts mehr verlieren zu haben, dann die Freiheit zu wählen, einfach zu machen, was man macht. Und jetzt sind wir halt an dem Punkt, wo, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wo der alte Richter sich abgelehnt hat, rausgegangen ist, weil quasi dieser Machtkampf, ja, den habe ich gewonnen
Er hat es nicht mehr ertragen, er ist gegangen. Jetzt kommt ein neuer Richter. Und wie gehe ich jetzt mit dem um? Ja, also ich habe so das Gefühl, ich muss immer so ein bisschen klar machen, du, ich habe meine Waffen noch. Ja, ich kann jederzeit wieder in der Öffentlichkeit es machen. Dann geht es dir so wie dem Dr. Richter Bühler. Wir können aber auch anders. Und das ist dieser Teil mit dem Vertrauen. Genau. Also im Grunde genommen, lass mich mal überlegen, in chaotischen Systemen, ja, also chaotische Systeme korrigieren sich ja im Grunde genommen wieder gesund. Ja, und sagen wir so, in einem System wie die Juristerei oder die Medizin oder die Politik, die sorgen dafür, wenn es Probleme gibt, dass im Grunde genommen wieder die alten Zustände herkommen, es sei denn, die Störung ist so groß, dass du was völlig Neues aufbauen musst. Und ein bisschen kommt es auf den neuen Richter an, wie der reagiert. Geht er hin und sagt, die Störung war so und ich will mich um eine Lösung bemühen, also ich will da nicht so weitermachen. Oder geht er hin und sagt, du mit deiner Kampfestechnik sorgst für zu viele Schäden und man muss nicht, also jetzt klingt das ein bisschen dramatisch, eliminieren, also irgendwie so wegschaffen oder sagen wir so bestrafen, dass du merkst, es läuft nicht, dass du ein so also freches Kind bist, ja, also so, der sich auflehnt und nicht so gehorcht. Und im Grunde genommen spielen da ja solche Bestrafungsmechanismen auch eine Rolle. Also in einer gewissen Weise behandeln die Richter ja, vielleicht ohne dass sie es wissen, die Menschen wie Kinder. Ja, das ist ja auch, sagen wir so, früher in der Politik, also zur Zeit bei Kohl, waren wir Kinder, der hat uns behandelt wie Kinder, hat so Entscheidungen getroffen und hat gesagt, ihr habt doch keine Ahnung, ihr wisst von nichts, ich rede nicht darüber. Also die Nachfolgerin Frau Merkel war die Mutter für uns. Und gewöhnlich treffen die Eltern Entscheidungen, an denen sie Kinder nicht teilhaben lassen. Das ist zum Teil berechtigt, weil die Kinder nicht folgen können. Ja, zum Teil ist es auch unberechtigt, weil die Kinder in bestimmten Altern mehr wissen und durchaus so in der Lage sein sollten, die Folgen mitzutragen oder zu sagen, nee, diese Folgen sind mir zu viel, die will ich nicht haben. Aber das ist dann eine Frage, wie du halt so erziehungsmäßig denkst und manche Eltern, die sagen, mein Kind ist immer meine Tochter oder ist immer mein Sohn und wird nie erwachsen werden. Und da hält man sozusagen an bestimmten Mechanismen oder auf bestimmten Entwicklungsstufen fest. Und ich denke, so etwas Ähnliches gibt es auch im Bereich der Juristerei oder im Bereich der Medizin. Also immer, wo Experten sind, die sagen, ich weiß als Experte mehr als Nicht-Experten, was im Grunde genommen nicht stimmt. Ja, also es gibt so Untersuchungen, die zeigen, dass Experten auch mit ihrem Expertenwissen zu 50% Recht haben und damit nicht gescheiter sind als jemand, der kein Experte ist, der das halt rät, weil die Zusammenhänge zu komplex sind. Wenn wir uns nochmal von dem Thema unseres Videos anschauen, also psychische Unterdrückung durch den Staat mit Kindern, da spielt ja in meinem Fall dieser Begriff Loyalitätskonflikt eine große Rolle. Also angeblich habe ich meine Kinder gefährdet, weil ich mit denen über ein Betreuungsmodell geredet habe, das die sich auch gewünscht haben. Und es ihnen beide Eltern gleichberechtigt im Leben erhalten hätte. Da sagt das Gericht, das gefährdet die Kinder, weil die zu dem Zeitpunkt ja alle bei der Mutter hauptsächlich gelebt haben. Und dann kommen sie in den Konflikt, ja, soll ich jetzt mehr zum Papa gehen und weniger Zeit bei der Mama verbringen? Ist dieser Loyalitätskonflikt überhaupt real? Ist er überhaupt eine Gefährdung? Oder ist es ein Mittel des Dr. Markus Bühler gewesen, um vielleicht seine eigene politische Vorstellung oder seine eigene Erziehungsvorstellung durchzudrücken mit diesem Pseudokonstrukt Loyalitätskonflikt. Also so, der Loyalitätskonflikt ist loyal und der kommt auch zum Ausdruck in dem Audiomitschnitt.
deiner Tochter. Da wird es sehr deutlich, dass die Mutter Loyalität zur Mutter fordert und mit dem Ziel, den Vater zu verraten. Also insofern ist der Loyalitätskonflikt bei dir und deinem Fall, deinen Kindern loyal. Die Mutter fordert Loyalität mit dem Ziel, dass ihr nicht, also dass die Kinder nicht zum Vater gehen dürfen, weil der Vater, wie soll ich mal sagen, Erziehungsschwierigkeiten macht. Ne? Also du hast einen anderen Erziehungsstil, der, ich finde den persönlich attraktiver, weil er sehr viel mehr Freiheit und mehr Kommunikation ermöglicht, der, also wo es weniger ums Gehorchen geht und wo du, also so habe ich dich jedenfalls erlebt, auch immer sagst, meine Kinder dürfen auch zur Mutter, während die Mutter so, also so fordert, du darfst nicht zum Vater gehen. Also das ist die eine Seite. Wie dann, Herr Bühler war das, ne? Mhm. Wie Herr Bühler dann, wie er den Konflikt bewertet, weiß ich nicht, aber der Loyalitätskonflikt ist da. Nur den löst ihr beide aus, weil ihr im Grunde genommen miteinander streitet. Ihr habt einen Machtkampf und wenn man so miteinander streitet auf so einem intensiven Niveau, dann sind die Kinder in einem Problem. Also Kinder lieben im Grunde genommen beide Eltern. Und wenn die dann den einen Elternteil im Beisein des anderen nicht lieben dürfen, sondern den verleugnen müssen, dann kriegen die Probleme. Also die müssen sozusagen lernen zu lügen. Also, ne, also wenn sie bei dem Feind sind, sagen wir, also bei der Mutter sind, dann müssen sie den Vater verleugnen oder beschimpfen. Und wenn sie beim Vater sind und der erwartet das auch, dann müssen sie sozusagen die Mutter beschimpfen oder verleugnen. Und das ist ein Problem für die Kinder, weil die nicht in Liebe leben dürfen oder ihre Liebe nicht ausdrücken dürfen. Und das hat natürlich auch, also das gestaltet die Persönlichkeit mit. Und wenn die dann später mal erwachsen sind und heiraten und selbst Kinder haben, fließt das dann natürlich auch wieder in die Erziehung ein. Und das macht die Gesellschaft relativ schwierig. Ja, also die Gesellschaft ist im Grunde genommen einfacher, wenn man lieben darf und wenn man vertraut. Und sie wird komplizierter, wenn ich Misstrauen sehe und misstrauisch leben muss, weil ich dann viel kontrollieren muss, immer Acht geben muss, ist das, was ich sage, richtig, darf ich das sagen? Und von daher sorgt es natürlich auch ein bisschen, also beeinflusst das die Entwicklung der Gesellschaft über mehrere Generationen natürlich. Ne? Es ist ja so sie ist zumindest. Meine Ex-Frau, die hat da einen absolutistischen Anspruch, ja. Nur sie erzieht richtig und die Kinder sollen nicht zu mir, weil ich bin ja der Böse, der Kranke, bla bla bla, ja. Und ich habe ein inklusives System, ja. Bei mir dürfen die Kinder die andere Erziehung der Mutter erleben und meine andere Erziehung, weil ich sage, dann sehen die den Unterschied und können ja für sich mit der Zeit dann entscheiden, ich nehme mir das Stückchen bei der Mutter, dieses Stückchen beim Vater und nehme da jeweils immer das zum Vorbild für mich, was für mich gut ist. Aber wenn es nur diese eine absolutistische Erziehungsform gibt, dann haben die Kinder ja keine Alternative. Da hast du recht. Da hast du recht, die bleiben dann sozusagen, also die Psychotherapeuten nennen das dann präödipal gebunden an die Mutter oder an den Vater und können sich nicht in Freiheit entwickeln. Ja? Also die sind moralisch gezwungen, dann auch Erwachsenen immer das zu tun, was der Vater oder die Mutter will, also in dem Fall die Mutter will. Ja, und die haben nicht die Freiheit zu sagen, ich gehe eigene Wege. Das muss man sich dann im Alter so bei einem Psychotherapeuten oder psychotherapeutischer Arbeit schwieriger arbeiten. Das kostet auch der Gesellschaft Geld. Ne? Das heißt ja, dass dann, okay, ja, es gibt einen Loyalitätskonflikt, der aber in dem Sinne nicht von mir ausgeht, weil ich sage,
Ja gut, dann ist die Mutter halt dagegen, dass die Kinder bei mir sind. Aber solange die Kinder faktisch bei beiden Eltern sind, spielt es ja keine Rolle. Da verpufft das Ganze ja automatisch. Ja, wenn die Eltern damit umgehen können, ja, also auch in meiner Ehe war es so, dass meine Frau einen anderen Erziehungsstil hat als ich, aber wir haben den Kindern immer erklärt. Und dann kam halt heraus, dass meine Töchter wissen, die Mama ist ängstlicher, der Vater ist weniger ängstlich, die Mama macht das und der Papa macht das. Manchmal, es ist gut, wenn wir das so machen, wie das der Papa will, das akzeptiert die Mama. Das wird aber auch von mir akzeptiert, wenn sie handeln wie meine Frau. Und dadurch haben die ein sicheres Selbstwertgefühl bekommen. Ja? Und sie sagen, ich kann in meinem Leben Entscheidungen treffen, wie die Mama und wie der Papa und es wird von beiden bejaht. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Optimale, was man so machen kann in einer Erziehung. Ne? Dann ist es doch eigentlich genau das, was das Gericht hätte entscheiden sollen, nämlich dass die Kinder beide Eltern haben und beide unterschiedliche Erziehungsvorstellungen erleben dürfen. Hätten entscheiden sollen, gebe ich dir völlig recht, aber sie haben es nun mal nicht getan, weil die in einem anderen System irgendwie sind oder in einem systemisch anders denken. Also sind die vielleicht Und im System meiner Ex-Frau, die ja auch Beamtin ist, ja, ein Richter ist Beamter. Sind denn Menschen, die Beamte sind, eher so Richtung Obrigkeitshörigkeit, absolute, ja, ich meine, meine Ex-Frau verlangt ja Gehorsam von den Kindern, ja, die will ja, dass sie den Vater verleugnen. Der Richter verlangt Gehorsam von mir. Ich soll mich dem beugen, dass er sagt, du bist ein gefährlicher Vater, du darfst die Kinder nur 1,5 Stunden alle 2 Wochen sehen, weil du mit denen über ein Betreuungsmodell redest, das ich nicht haben will. naja, erstmal halte ich dich für keinen gefährlichen Vater, sondern für einen gefährlichen Mann fürs Gericht. Na, weil du dich eben verteidigen kannst und eine Waffe gefunden hast, wo die sagen, oh, die schmerzt. Aber im Grunde genommen sind solche Entscheidungen ja auch so gesellschaftlich gewachsen. Ja, also nach dem Krieg gab es im Grunde genommen keine Männer und die Frauen, die waren für die Erziehung verantwortlich und die waren, sagen wir, stabiler als die Männer. Also die waren nicht da, die haben sich auch häufig um die Erziehung nicht gekümmert, sondern haben gesagt, davon verstehen wir nichts, wir arbeiten, wir lassen das mal so, die Mutter hat immer recht. Und von daher denke ich, ist das historisch gewachsen, dass man hingeht und sagt, die Frau hat die Erziehung und wir schützen und stärken immer die Mutter, weil die stabiler ist und zuverlässiger als der Vater. Also im Endeffekt ist es ja eine tradierte Erfahrung, die ja aber nichts mit universalen Werten zu tun hat, weil auch heute in der neueren Forschung ist ja klar, dass Väter genauso gut erziehen können wie Mütter, dass Väter genauso nach der Geburt ja anscheinend vermehrt Östrogene ausschütten, so wie Mütter auch, ja, um auch über die Hormone die Bindung zum Kind biologisch herzustellen, ist ja heute alles bewiesen. Das heißt, im Grunde kam mir dann diese Tradition in die Quere, wo halt der Dr. Bühler wahrscheinlich auch von seiner Mutter erzogen wurde und er selber so geprägt ist, dass halt die Mütter die Kinder erziehen und dann hat er das halt auf mich übertragen, anstatt da von sich selber zu abstrahieren, was ihm ja wozu er fähig wäre, wenn er die Supervision gemacht hätte, die du gesagt hast, ja, dann könnte er das Ganze objektiv, unabhängig von seiner Prägung oder annähernd objektiv betrachten. Also bin ich da ein Opfer der Geschichte der persönlichen Prägungen geworden. Und das Gericht hat nicht die universalen Werte und die Grundrechte meiner Kinder und meine Grundrechte beachtet. Kann man so interpretieren, ja. Und was mache ich jetzt? Also wir haben es schon ein bisschen angesprochen, ja. Also was, wenn der neue Richter Alexander Damm zwar sagt, ja, Sie sind ein toller Vater, woher weiß ich, dass er es ernst meint? Vielleicht macht er es ja nur, um mich zu beschwichtigen. Es gab auch mal so eine Szene, wo ich in der letzten Verhandlung nach 10, 15 Minuten gesagt habe, Sie, also wenn Sie so anfangen, können Sie es gleich vergessen. Ja, ich brauche jetzt 10 Minuten Pause, weil ich muss mir jetzt überlegen, ob ich hier überhaupt weitermache, ja, ob das Sinn macht. Und dann
Dann hat er mir angeboten, ich könnte ihm ja nach der Pause erzählen, warum er ein politischer Richter war. Ja, das war quasi so wie, wie kann ich den Herrn Grogans noch zurückholen? Wie kann ich ihn locken, damit er kommt? Ja, und sein Lieblingsthema ist ja die politische Unterdrückung. Also es kam mir fast so vor, wie wenn er seinen Kopf auf den Holzblock legt, damit ich ihn abhacken kann, wenn ich will, ja, nur damit ich wieder zurückkomme, sozusagen. Also ich kann da ja auch nicht einschätzen, wie ernst meint er es, wie sehr orientiert er sich an den universalen Werten, wie sehr ist er durch seine persönliche Prägung beeinflusst, plus was er ja auch mit deinem Befund gemacht hat, wenn er sagt, ah, das ist jetzt schon so lange her, dann weiß ich ja noch nicht mal, ob er sich an fachlichen Einschätzungen orientiert. Und ob er wie der Dr. Bühler einfach nur irgendwas erfindet, fachliche Einschätzungen völlig auf die Seite legt, gar nicht beachtet, damit einfach das weiter besteht, was er entschieden hat. Ich weiß nicht, in welche Richtung es geht. Ja, ich weiß es auch nicht. So letztendlich gibt es ja in der Juristerei auch Trends. Und ich denke, die orientieren sich mehr an naheliegenden Trends als an universellen Werten. Ja? Was sind universelle Werte und wer hat die, wie kommt man dahin? Muss man da viel meditieren? Wissen das Buddhisten, die viel meditieren? Oder also wie kann man universelle Werte fassen? Ist die Gleichheit zwischen Mann und Frau universell oder ist es nicht? Ich weiß es nicht. Ich bin dann mehr so ein Praktiker, der hingeht und sagt, wie stabilisiere ich ein Kind besser und was ist gut für das Kindeswohl? Und für das Kindeswohl ist es besser, nicht gebunden zu sein an eine, also mit Gewalt gebunden zu sein an eine Person, sondern es ist besser, hin und her wandern zu können zwischen Vater, Mutter und vielleicht auch nur Brüder oder wenn ältere Geschwister erziehen, also die zu verstehen. Dann kann man sich orientieren und kriegt so ein Gefühl, man ist sich seiner Gefühle sicher und man darf seine Gefühle ehrlich ausdrücken. Ja, aber universelle Werte sind schon ziemlich weit oben. Und mit universellen Werten, wenn die ziemlich weit oben sind, kann man andere, die die nicht haben, relativ schnell erschlagen. Nicht? Da brauchst du dann nicht das Beil, sondern die Argumentation ist ziemlich elitär, von universellen Werten zu sprechen, finde ich. Und das löst Ärger aus. Gut, ich finde es nicht elitär, weil im Grunde, was du gesagt hast, ist ja wieder, beruht ja auch wieder auf dem universalen Wert, dass Kinder das Recht haben, unterschiedliche Meinungen zu erleben. Über die Eltern zum Beispiel. Also es ist ja auch vermessen zu denken, dass Eltern immer die gleiche Meinung haben müssen. Ansonsten herrscht ein Loyalitätskonflikt und da muss man einem Elternteil das Kind wegnehmen. Ist ja auch vermessen, ja. Also von Ja, daher. Loyalitätskonflikte herrschen immer. Die sind ubiquitär, die kommen überall vor. Ja? Also jede Entscheidung, wenn der Vater sagt Nein und die Mutter sagt Ja, dann hat das Kind einen Loyalitätskonflikt, den es dann löst, indem es vielleicht die Mutter zur Mutter geht und sagt, aber der Papa hat Ja gesagt. Und dann müssen sich die Eltern auseinandersetzen und sagen, wie können wir den Loyalitätskonflikt, in dem das Kind jetzt steckt, lösen? Ja, also solche Konflikte sind Alltag. Die sind jetzt nicht schlimm. Schlimm sind sie nur, wenn sie sozusagen mit Gewalt nicht gelöst werden können und das Kind seine Zuneigung zum Vater oder zur Mutter, das ist ja also personenunabhängig nicht ausdrücken darf. Darf so ein Realitätskonflikt auch mal bestehen bleiben? Weil ich denke, Kinder dürfen doch auch erleben können, dass ein Vater eine andere Meinung hat wie die Mutter und es ist einfach so. Ja, es gibt ja auch so Entwicklungsperioden, ja, also wo sagen wir, in einer bestimmten Zeit bleibt man, sagen wir, vielleicht mal ein halbes Jahr oder 2 Jahre bei der Mutter. Bis man die Mutter so erlebt hat, dann entstehen Konflikte mit der Mutter, mit denen man dann alleine nicht klarkommt. Und dann braucht man den Vater, der hingeht und sagt, ich kann dir mal die Mutter erklären und auf diese Art und Weise kommst du ganz gut mit ihr zurecht.
weil die Mutter sich häufig nicht selbst erklären kann. Ja, also man hat ja nicht so viel Einblick in sich selbst. Also selbst ich bin ziemlich gut durchanalysiert, aber es gibt immer so Bereiche, wo ich mich nicht erklären kann. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, hat es was mit Gödel und Mathematik zu tun, dass ein System sich nicht selbst analysieren kann, sondern immer noch jemanden braucht, der von außen in das System schaut und dann andere Zusammenhänge sieht, die man selbst nicht erkennt. Und insofern ist es gut, wenn die Eltern so zusammenleben, dass, sagen wir, Loyalitätskonflikte relativ schnell aufgelöst werden können. Aber man kann natürlich auch hingehen und sagen, du musst jetzt eine Stunde warten, einen Tag warten oder eine Woche warten, dann kommt der Vater wieder nach Hause, weil er unterwegs ist. Manche Väter sind 2, 3, 4 Wochen unterwegs und dann müssen die Kinder warten und dann löst man den Loyalitätskonflikt auf. Also es ist nicht nötig, den immer sofort aufzulösen, aber es sollte zumindest die Möglichkeit gegeben werden, dass er überhaupt aufgelöst werden kann. Und selbst wenn ich erwachsene Leute therapiere, dann merke ich ja bei denen diesen Loyalitätskonflikt noch immer, dass die sagen, auch jetzt, wenn ich so, sagen wir, 55 Jahre alt bin, kann ich mich von der Meinung meiner Mutter nicht lösen oder ich kriege ein schlechtes Gewissen oder mir wird plötzlich übel und ich kriege ein Kotzgefühl. Und da siehst du, dass solche Loyalitätskonflikte tief in der Seele oder im Gehirn, ne, im emotionalen, so emotional abgespeichert sind und da noch wirksam sind. Und das ist gar nicht so leicht, die aufzulösen. Aber aufgelöst werden die oder bearbeitet sollten die werden können. Aber es ist schon möglich zu sagen, wir lösen den Konflikt so auf, dass Papa und Mama sich einig sind, sie sind da uneinig. Und Dann merkt das Kind, es ist auch okay, unterschiedliche Meinungen zu haben. Genau. Ja, also es ist im Grunde genommen wichtig, Papa sind sich uneinig, aber du darfst den Papa lösen, lieben und du darfst auch die Mama lösen, das ist in Ordnung, aber wir sind halt nicht einer Meinung, aber du darfst dir eine Meinung bilden und die können wir dann, die akzeptieren wir dann beide. Das wäre so eine vielleicht suboptimale, aber es wäre eine Auflösung, wo ein Kind mit leben kann und einen eigenen Weg gehen kann, ne, und sich entscheiden kann zwischen Papa und Mama oder so eine eigene Kraft entwickeln kann, wie es das Leben gestalten will. Das wäre optimal. Okay, jetzt gehe ich da ins Familiengericht vor 3, 4 Jahren und sage, ich will, dass meine Kinder im Wechselmodell leben, genau aus dem Grund. Ich will nicht, dass die sich Sorgen machen müssen, gehen wir zu Papa oder Mama, sondern die müssen sich das gar nicht fragen. Die haben automatisch beide Eltern, dürfen beide erleben in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrer Gemeinsamkeit, wie auch immer, ja. Aber das Jugendamt grätscht dann da rein, ja. Wenn das Jugendamt damals erfahren hätte, dass ich mit den Kindern über die Mutter rede, hätten die gesagt, das ist der Loyalitätskonflikt, weil ich die Mutter von den Kindern schlecht mache, ja. Das Jugendamt hat quasi absolute Loyalität auch von mir zur Mutter verlangt, dass ich die von den Kindern schon gar nicht kritisieren oder erklären darf. Und dann kommt das Gericht und übernimmt das Ganze. Und dann ist das Gericht doch diejenigen, die da spalten, diejenigen, die die Kinder in den Loyalitätskonflikt treiben. Letztendlich, denke ich, übernimmt das Gericht die Verantwortung. Wobei das Gericht natürlich hingehen wird und sagen würde, die Verantwortung tragen nicht wir, sondern die tragen die Eltern. Ja, aber das Gericht trifft ja eine Entscheidung und die Entscheidungen des Gerichts haben natürlich auch eine Konsequenz, sowohl für die Eltern als auch so, sagen wir im Kleinen gesehen, so politisch langfristig. Ja, also so, das ist wahr und die hinterfragen dieses System nicht. Also das System ist ja, dass die Spalten in Gut und Böse, da mache ich nicht mit. Weil ich hingehe und sage, sowohl der Gute ist böse, als auch die Böse ist gut. Und diese Spaltung lasse ich nicht zu. Und wenn das Gericht oder das Jugendamt dann hingeht und sagt, nur die Mutter ist gut und der Vater ist immer böse, macht es einen Denkfehler. Denn es gibt nicht nur Gutes und Böses. Also selbst wenn du mal so, ich meine, wir kommen jetzt mehr in den asiatischen Bereich, wenn du an Yin und Yang denkst, ne, dann hat... Das weiß ich nicht, Yin ist weiß und Yang ist schwarz oder wie auch umgekehrt. Aber du hast dann in dem schwarzen Zentrum immer auch etwas Weißes
und in dem weißen Zentrum auch immer etwas Schwarzes. Also damit ist ausgesagt, dass auch das Weiße was gut, was Schwarzes hat und das Schwarzes etwas Weißes. Also das Gute ist etwas Böses und das Böse etwas Gutes. Und wenn du das mal so berücksichtigst, dann kommst du zu anderen Lösungen. Wenn du aber hingehst und sagst, die Mutter ist immer gut und der Vater immer böse, dann bist du auf einer verlorenen Seite, wenn du dann der Vater bist. Und das ist Mist. Und das kränkt auch. Ja? Also da würde ich hingehen und sagen, ich fühle mich als Vater und als Mensch überhaupt nicht verstanden und ich bin von den Entscheidungsträgern ungeheuer gekränkt und sauer auf die. Ich habe mich und ja dann, gefragt, warum machen die denn sowas? Ja, wir haben ja auch drüber schon in der Vergangenheit geredet. Ich habe einen Artikel darüber gemacht, was wir da besprochen haben. Wegen diesem Artikel wurde ich ja dann jetzt schon zweimal verurteilt am Amtsgericht Ehingen und am Landgericht Ulm, weil ich da gesagt habe, ja, der Herr Bühler ist vermutlich ein Sadist, der hier gegen meine Kinder vorgeht. Das wurde als eine Beleidigung empfunden vom Gericht. Ja, deshalb wurde ich verurteilt. Dabei haben wir ja eigentlich nur in psychologischer Hinsicht uns darüber unterhalten, warum macht er denn der sowas? Und da war auch ein Aspekt, zum Beispiel seine eigene familiäre Prägung als Kind, dass er ja, hast du gemeint, dass er vielleicht von seinem Vater geschlagen wurde. Und ich habe darüber geschrieben, ja, und schwupps ist sowas dann eine Beleidigung von dem Richter. Wenn man sich, ich sag mal, in der Demokratie, die ja Deutschland ist oder sein sollte, sich mit jemand wie dir, der sich fachlich auskennt, darüber redet, warum macht so ein Richter so Entscheidungen und inwiefern könnte seine eigene Psyche hier eine Rolle spielen? Ja, das ist spannend. Also die Erfahrung ist, ich arbeite ja relativ konfliktorientiert und in mancher Hinsicht bin ich auch drastisch, weil so Personen, die körperlich reagieren, also mit Beschwerden, sagen wir, keine Fantasien haben. Und um an Fantasien zu kommen, kannst du erst, sagen wir mal, langsam anfangen und immer so ein bisschen bohren oder du beginnst mal drastisch, damit die Leute sich getrauen, überhaupt mal so zu denken und solche Gefühle wahrzunehmen, also die existenziell sind in einer gewissen Weise. Ja? Wenn du dann solche Gefühle in die Öffentlichkeit bringst, dann ist die Öffentlichkeit zunächst mal in einer gewissen Weise auch überrascht, weil du auch in Organisationsstrukturen so bestimmte Normen hast, wie du kommunizierst. Ja, also ich weiß zum Beispiel, dass so Software-Ingenieure, die habe ich mal so gecoacht, so aggressive Aussagen überhaupt nicht mögen, weil die immer harmonisieren. Oder sagen wir so im Bereich von so Medien, also so Fernsehen, Radio, ne? Da wird immer so eine positive Atmosphäre ausgestrahlt. Man darf nicht negativ reden. Und wenn du negativ redest, dann gehörst du sozusagen nicht dazu. Insofern sind deine Worte im Grunde genommen provokant, weil ich davon ausgehe, dass man halt in einem juristischen Umfeld einfach netter redet und sagt so was Böses, was wir immer so behandeln müssen oder wie wir das in den Familien erleben oder sagen wir auch so im Strafrecht erleben, über sowas wollen wir nicht diskutieren und wir wollen eine gute, nette, höfliche, freundliche Kommunikationsatmosphäre haben. Ja, das ist der Wolfgang Lampa vom Amtsgericht Ehingen, der Strafrichter, der mich da damals verurteilt hat, der hat das ja quasi zu einem Tabu erklärt, dass man in der Öffentlichkeit, also oder dass ich in der Öffentlichkeit über die Psyche von dem Richter schreibe. Der hat ja mir ein Denkverbot gegeben, ja, dass ich sowas quasi schon gar nicht zu denken habe und auch schon gar nicht in der Öffentlichkeit zu besprechen habe. Naja, die Arbeit von den Richtern, die wird schwerer. So kann ich mir das vorstellen, wenn man anfängt, die
Entscheidungen, die sie treffen, auch auf einer persönlichen Grundlage zu sehen. Ja? Ich habe ja früher mit Richtern im Rahmen der Unterbringung zusammengearbeitet und ich finde das so erstaunlich, dass ein Richter, der Alkohol selbst trinkt, überhaupt nicht bereit war, mit mir darüber zu diskutieren, ob einer, der betrunken ist, eingewiesen wurde oder werden soll oder nicht. Sondern da war es automatisch so, der hat überhaupt nicht nachgedacht, sondern der hat einfach eingewiesen. Ich habe mich da gefragt, was soll ich denn da eigentlich? Aber das ist dann sehr schwer, weil dann die Richter, glaube ich, also das machen ja nicht nur Richter, sondern ich glaube, das machen wir ja alle, also selbst so Psychotherapeuten, wir verstecken uns halt häufig unter unserer Tätigkeit oder unter den richterlichen juristischen Normen, ne? Und sagen so, das ist jetzt gar nicht persönlich gemeint, sondern das ist juristisch einfach so und damit habe ich gar nichts zu tun. Ich bin halt distanziert und treffe einfach eine juristische, manchmal auch unmenschliche Entscheidung. Und ich denke, dass die Richter das nicht wollen, weil das dann das Leben schwieriger macht. Ja, also über die Sinnhaftigkeit nachzudenken, was tue ich eigentlich, für wen tue ich das? Bin ich für das Gesetz da oder ist das Gesetz für mich da? Sind die Menschen für das Gesetz da oder ist das Gesetz für die Menschen da und die Menschen haben sich nach dem Gesetz zu richten, aber nicht das Gesetz nach den Menschen. Und das sind sozusagen Schwerpunkte. Bitte? Also was wir ja da gemacht haben, und dann auch ich mit der Veröffentlichung dieses Artikels über die Psyche des Dr. Markus Bühler, ist ja, wir haben das Menschliche reingebracht in etwas, nämlich Gesetze und Rechtsprechung, was den Anschein erwecken soll, dass es eben nicht vom Menschlichen abhängt, sondern dass es objektiv sei. Und das scheint das System, sage ich mal, ja, zumindest der Herr Lamper, auch der Herr Dr. Tobias Mestler am Landgericht Ulm, das scheint die nicht zu mögen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen lachen, weil ich daran dachte, an meine Ausbildung. Ich habe ja auch so eine, wie soll ich mal sagen, Verwaltungsausbildung als Amtsarzt. Da ist man ja auf so einem Amtsarztlehrgang und wird dann 6 Monate lang, also zumindest zu meiner Zeit, unterrichtet, wie Verwaltung läuft und das sind dann im Wesentlichen Richter, die einen unterrichten, also nicht Juristen, nicht Richter, die einen unterrichten. Und ich kann mich daran erinnern, dass so einer zu mir sagte, Herr Ganz, Sie psychologisieren die Juristerei und das kam überhaupt nicht gut an. Also insofern habe ich da auch schon mal gelitten unter dem, aber so weniger als du leidest. Ne? Es ist problematisch und es wird nicht gemocht. Der Herr Lamper am Amtsgericht Ehingen hat sich ja sogar so weit verstiegen, dass er gesagt hat, das, was du da gemacht hast, nämlich die Entscheidungen des Herrn Dr. Bühler zu analysieren und also im Hinblick auf psychoanalytische Erkenntnisse, dass es gar nicht wissenschaftlich sei, dass es ja gar nicht möglich sei. Und das hat er als Richter gesagt, der ja in dem Bereich sich überhaupt nicht auskennt. Stimmt, es ist eine wissenschaftliche Technik der Annäherung und es geht im Grunde genommen darum, so ein Verständnis zu finden. Ja, und das, was er sagt, dass das nicht wissenschaftlich ist, ist natürlich Blödsinn. Also sagen wir, in jeder wissenschaftlichen Forschung, die du betreibst, also sagen wir, jetzt ist es so Medizin, wie heißt das? Nicht Medizintechnik, sondern Medizingeschichte, ja, oder sagen wir auch so, also in anderen Bereichen Philosophie, leidest du im Grunde genommen die Aussagen, die jemand, oder leidest du von den Aussagen, die jemand trifft, etwas ab und schließt daraus. Und insofern ist es natürlich Käse, was der sagt. Also das ist eine Abwehr, weil er sich nicht damit auseinandersetzen muss und also vielleicht ärgert es sich über mich und ärgert sich über dich und sagt es deshalb, um uns nicht ernst nehmen zu müssen. Das hat ja schon ein bisschen was von Größenwahn, oder wenn ein Richter sich dazu aufschwingt, darüber richten zu können, ob etwas wissenschaftlich ist oder nicht. Ich würde so hingehen und sagen, es ist ein bisschen arrogant, aber ich hätte so eher das Gefühl,
Der ist genervt und vielleicht hat er Angst, dass da was rauskommen könnte, was stimmen könnte. Ne? Also wer mag schon gern in seiner Vergangenheit rumwühlen? Und die Und ist es ja sind nicht immer das. so nett. Also Ja. Gewalt, naja, die gab es ja, was auch so, ich will mal sagen, so, die gab es ja schon, ich bin 53 geboren, also Nachkriegskind. Und man sagt im Grunde genommen, um die Gewalt eines Krieges so zu neutralisieren, braucht es etwa 4 bis 5 Generationen. Ne? Und ich bin so die erste Generation nach dem Krieg und dann diskutiert man natürlich immer Gewalt. Also das findest du ja jetzt noch, wenn es zum Beispiel um die Juden geht, um diese Frage, nicht? Also da gehen wir noch immer hin und sagen, diese Gewalt, dafür sind wir verantwortlich und dafür müssen wir auch noch zahlen, büßen, wenn du so willst. Also die Gewalt, die spielt im Grunde genommen eine Rolle und ich lebe jetzt in dem Schwabenländle schon eine ganze Zeit und ich weiß, dass also viele Leute, die sich dann so ihre Familie, ihre Primärfamilie so idealisieren, dass dann so rauskommt, also da gab es schon mehr Ohrfeigen und mehr Prügel, als die eigentlich zugegeben haben. Und dann merkt man auch, wenn man dann in dem Bereich arbeitet, wie das wirkt und heute noch wirkt. Ja? Also selbst bei Erwachsenen. Insofern würde ich eher das als Abwehr von dem interpretieren, dass er sagt, darüber will er nicht reden, das geht auch die Allgemeinheit nichts an. Okay, das heißt, es könnte auch sein, dass im Grunde so eine auch Identifizierung stattfindet oder stattfand vom Herrn Dr. Bühler, ja, dem seine Erziehungsvorstellung oder Erlebnisse mit denen meiner Ex-Frau und dann auch der Herr Lampa mit denen vom Dr. Bühler, dass da so eine ähnliche gewaltsame Erziehungsprägung da ist. Ja, so eine Gewalt, also die Übereinstimmung mit gewaltsam kann man so sehen. Also die Übereinstimmung ist sicher in der Form des Gehorsams. Also wie werden wir denn erzogen? Wir werden so erzogen, gehorsam zu sein. Wir werden erzogen, sparsam zu sein. Und ich glaube, es gibt noch so einen dritten Punkt, der mir im Moment tüchtig, so, ja. Tüchtig muss man so sein, diszipliniert. Im Grunde genommen. Ja. Sauberkeit ist nicht wichtig, fällt mir zu ein. Ne? Also Sparsamkeit, Gehorsamkeit, Sauberkeit, das sind so die 3 Kriterien, nach denen wir so erzogen werden. Ja, und nicht Freiheit oder so. Ne? Genau. Interessant war ja dann am Landgericht der Dr. Tobias Mestle. Der hat dann wahrscheinlich erkannt, dass er das nicht machen kann, was der Herr Lamba gemacht hat, nämlich sich zum Richter über die Wissenschaftlichkeit aufzuschwingen, da hat dann einen anderen Weg gewählt und hat das, was du da als Zeuge auch damals am Amtsgericht gesagt hast, nämlich dass es sachlich ist, da ist er gar nicht hingegangen, sondern er hat es völlig missachtet, ja, was du da gesagt hast, sondern er hat dann immer so argumentiert, dass ja der durchschnittliche Leser das folgendermaßen verstehen könnte. Ja. Also während der Herr Lamper auf der einen Seite quasi diese absolute Intelligenz beanspruchte, ja, als derjenige, der sagen kann, was ist hier wissenschaftlich und was nicht, hat der Herr Lambda, ist der Herr Mestle, Dr. Mestle, genau ins andere Gegenteil gegangen und hat gesagt, nehmen wir doch mal den dümmsten anzunehmenden Leser und argumentieren mal mit demjenigen. Also das waren so 2 aus meiner Sicht verzweifelte Versuche, mich irgendwie zu verurteilen. Hauptsache, ich werde verurteilt. Wie auch immer, egal wie stark diese Argumente auch eigentlich ohne Grundlage sind. Stimmt. Und du bist für die Richter mit der Art und Weise, wie du arbeitest und wie du dich wehrst, gefährlich, weil du rufschädigend bist. Ja? Und viele Erziehungen, die stattfinden, laufen über Scham. Scham bedeutet im Grunde genommen, du wirst nicht gefragt, was machst du gerne, sondern der Erziehungsstil ist, was denken denn die anderen Leute und verhalte dich so, dass die anderen Leute nicht schlecht über mich reden oder schlecht von mir denken. Ja? Aber du meinst es rufschädigend nicht im strafrechtlichen Sinne, sondern
wenn ein Richter was falsch macht und ich decke das auf, dann schädigt das natürlich seinen Ruf, nicht weil ich ihn beleidige, sondern weil dann halt eine unangenehme Wahrheit ans Licht kommt. Genau. Also im Grunde genommen ist er sehr ähnlich wie mit Ärzten, ja, die waren ja auch mal die Götter in Weiß. Und wenn, sagen wir, in der Gesellschaft irgendwas stattfindet, wo man sieht, Ärzte betrügen oder machen irgendetwas, was man so nicht macht oder was so den Ruf schädigt, dann gehen die hin und versuchen, gegen zu regulieren und zu sagen, das ist doch gar nicht so. Ja? Also man will sozusagen den guten Ruf aufrechterhalten, den man hat. Also haben im Grunde in dem Sinn würde ich das auch interpretieren bei dir. Ja? Das heißt, im Grunde haben sich der Herr Lamper und der Herr Mestle bei mir für das gerecht, was ich dem Herrn Bühler angetan habe. Das wäre eine Arbeitshypothese. Ja, ich müsste mit denen arbeiten und dann käme das vielleicht raus, aber das würde ich so wissenschaftlich als Arbeitshypothese gelten lassen, die man beweisen muss. Du hast ja die Entscheidungen angeschaut vom Herrn Lamper und vom Herrn Mestle. Was war da so dein Eindruck basierend auf dieser Arbeitshypothese? Naja, im Grunde genommen erleben die dich als Feind. Die wollen dich in irgendeiner Weise bestrafen, indem sie hingehen und sagen, du kriegst die Kinder nicht, weil du eben ein böser Mann bist. Und wir wollen nicht, dass die Kinder böse erzogen werden, sondern im Sinne der Mutter, dass die gehorchen und lieb sind. Und ich denke, die haben auch in einer gewissen Weise Angst vor dir. Aber dann kommt wieder halt, wenn du uns Angst machst, dann wirst du bestraft. Und ich habe jetzt diese Urteile so nicht mehr so im Kopf, aber so vom Trend sind das so die Mechanismen, also die ich so erkenne. Und dann kommt natürlich noch dazu so die Abwertung, die dann so stattfindet. Ja, also dass man dann so sagt, ja, du bist ja nichts wert in deiner Argumentation, du bist ja irgendwie so dumm oder du verstehst die Situation nicht. Und das ist natürlich auch eine Kränkung, die dann stattfindet. Also mit deren Urteile und wie sie dich behandeln, kann ich mir vorstellen, dass du gekränkt bist und sagst, aufgrund der Kränkung bin ich einfach sauer, weil ich bin kein schlechter Vater. Und in der Tat, dazu stehe ich ja auch, ne? Halte ich deinen Erziehungsstil für moderner und besser als den deiner Ex-Frau. Und das kann ich jetzt belegen, da kommen wir wieder zum Anfang, aufgrund der Zeichnungen, die deine Tochter gemacht hat und aufgrund des Audiomitschnittes, ne? Den natürlich niemand hören will, weil dann der emotionale Erziehungsstil deiner Frau durchkommt, und zwar sehr heftig. Ja, also da bleibt man nicht unberührt. Unser Thema ist ja die psychische Unterdrückung durch den Staat mit Kindern. Jetzt haben wir den Teil schon betrachtet, wo es darum geht, was der Dr. Bühler da entschieden hat. Also das Familiengericht sieht mich als Gefahr. Da sagst du, passt überhaupt nicht, ne? Dann gehe ich in die Öffentlichkeit, kritisiere diesen Richter für seine Entscheidung. Dann werde ich von der Staatsanwaltschaft dafür angeklagt und werde auch zweimal verurteilt mit Begründungen, die wir jetzt auch behandelt haben. Ja. Und dann erlebst du ja auch als jemand, der da als fachkundige Person sich einmischt, ja, dann erlebst du, dass das Jugendamt dich zum Beispiel verleumdet, indem die sagen, naja, der Dr. Med. Wolfgang Ganz, der steht ja quasi auf der Seite des Vaters. Ja? Und wenn ich dann bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige mache gegen die Mutter und sage, hier, dieser Psychotherapeut hat festgestellt, dass es eine Nötigung ist, die Mutter gegen die Kinder macht, ja, was ja eine Straftat ist, auch eine seelische Nötigung ist eine Straftat, dann kommt von der Staatsanwaltschaft, ja, ich habe mich mit meiner Kollegin unterhalten, es ist keine Nötigung. Und dann erlebe ich eigentlich auf allen Ebenen, ja, sei es jetzt auf familienrechtlicher Ebene, bei der Staatsanwaltschaft, beim Strafgericht, erlebe ich immer, dass es nicht um die Fakten geht, nicht um die Fachkunde. Es geht nicht um das, was jemand wie du sagt, sondern wenn das denen nicht passt, dann sagen sie entweder, ja, der steht ja auf der Seite des Vaters,
Oder sie behaupten genau das Gegenteil, ohne diese Fachkunde zu haben und ohne es zu begründen, warum sind es sei. Und komplett amüsant fand ich, als du ja dann der Staatsanwaltschaft geschrieben hast, ja, das Jugendamt hat ja dir vorgeworfen, du wirst eine Ferndiagnose meiner Ex-Frau machen. Hast du ja gar nicht, ja. Und dann hast du das der Staatsanwaltschaft ja nochmal schriftlich erklärt, warum es keine Ferndiagnose ist, ja, als Fachmann. Und dann sagt der Oberstaatsanwalt, Herr Peter Stautenmeier, sagt dann, wieso ist doch eine Ferndiagnose? Und da, wie geht es denn dir damit, wenn du sowas dann liest? Also eine Zeit lang konnte ich das in einer gewissen Weise ignorieren, weil ich sagte, naja, das betrifft mich nicht und ich habe mit denen nichts zu tun. Aber so tief in der Seele ist es natürlich auch ärgerlich. Ja, also ich denke, ich bin ein ganz guter Psychotherapeut und verstehe so, also sagen wir zumindest meinen Kollegen, verstehe ein bisschen was von Psychodynamik und von Gewalt und Konflikten. Und ich sehe das halt als Abwehr, weil wenn man so eine feste Meinung hat, dann ist man häufig nicht bereit, sich zu öffnen für andere. Und das ist halt so menschlich irgendwie. Ja? Also wenn ich hingehe und dann so sage, der Herr Grogans ist irgendwie ein böser Vater und ich bin davon fest überzeugt, dann halte ich an dieser Überzeugung fest und bin nicht bereit, sagen wir, mich zu öffnen und diese Überzeugung zu hinterfragen. Ich kann dann noch so andere Dinge dann so heranziehen, um so Erklärungen zu finden, zum Beispiel, dass das Jugendamt in vielen Bereichen völlig überfordert ist und die Mitarbeiter gar nicht so in den Einzelfall eingehen können, sondern relativ schnell entscheiden und dann auf Verwaltungsebene eine Lösung bringen wollen, aber nicht zwischenmenschlich. Aber unabhängig davon ärgert mich das. Das ist ja auch ein Grund, nachdem ich so sehe, dass es da so immer wieder passiert, dass ich sage, na, jetzt gehe ich halt mal auch an die Öffentlichkeit. Also was mich halt an meinem Fall stört, der Hauptpunkt, der mich stört, ist, am Anfang wurden mir ja alle vier Kinder genommen. Ich durfte die nur 2 Stunden alle 2 Wochen sehen, begleitet, also unter Bewachung von 2 Frauen, weil ich mit ihnen über das Wechselmodell gesprochen habe. Das ist etwas, was der jetzige Bundesjustizminister, der Herr Dr. Marco Buschmann, 2019 im Bundestag eingebracht hat und gesagt hat, das soll Standard werden, das Wechselmodell. Ja? Also wenn er im Bundestag darüber spricht, ist es kein Problem. Wenn ich aber privat eine Meinung habe und mit meinen Kindern darüber rede, dann bin ich gefährlich für meine Kinder. Und das widerspricht völlig meinem Demokratieverständnis, weil ich darf ja in der Öffentlichkeit und privat meine Meinung äußern, auch meinen Kindern gegenüber. Und auch zu einem Thema oder vielleicht gerade zu einem Thema, in dem meine Kinder gerade drinstecken, nämlich die Eltern sind getrennt, wo leben wir, wie leben wir mit denen? Und dann darf ich doch den Kindern meine Meinung mitteilen, darf ihnen Informationen geben, wie da gab es einen Beschluss von einem großen Gericht, einem BGH zum Wechselmodell, das hat Folgendes entschieden. Es gibt die FDP, eine Partei, die das voranbringt. Das darf ich doch allen meinen Kindern sagen. Warum soll sowas eine Gefährdung sein in der Demokratie? Das kann ich nicht verstehen. Also ich weiß jetzt nicht, von wem ich das gehört habe, aber so die Modernität oder den, das konnte, also lass mich so anfangen, dass die Gerichte so in Ulm und in dem Bereich Schwaben relativ konservativ sind oder stark konservativ. Und du hast natürlich, wenn das im Bundestag besprochen wird, einen Top-Down-Prozess. Und das dauert, also wenn ich das oben fordere, dauert es einfach eine Zeit, bis das nach unten gedrungen ist und die Leute unten auch mitarbeiten und das übernommen haben. Ja? Und ich denke, das ist so ein Problem, so grundsätzlich, also auch in so Institutionen, großen Organisationen, wenn du
qualitätsmäßig hingehst und sagst, du willst etwas verändern, dann wird es oben besprochen, aber es dringt häufig nicht bis nach unten und man bleibt unten bei den alten Mustern. Und ich könnte mir vorstellen, das ist das. Also, dass du intellektuell völlig recht hast mit dem und vielleicht auch fordern kannst, dass es so sei. Aber so in der Praxis ist das eben nicht der Fall, weil die Leute konservativ sind und sagen, lass die da oben mal reden. Bei uns ist es noch nicht so und wir machen nach dem alten Modell weiter, weil die ganze Organisation darauf eingestellt ist. Aber es ist doch vom Grundrecht her und ich denke auch für dich aus fachlicher Sicht her schon gar nicht denkbar, dass es eine Gefährdung ist, wenn ein Vater seinen Kindern seine Meinung über Betreuungsmodelle mitteilt. Das muss doch in der Demokratie einfach möglich sein. Da gebe ich dir recht. Also zumindest habe ich das Gefühl, ihr seid ja beide so gut gebildet, also sowohl deine Ex-Frau als auch du. Ja? Und ich denke, dass das möglich ist. Man sollte die Kinder nicht überlasten, also jetzt nicht intellektuell überlasten, sondern so in einem bestimmten Alter so mit einfachen Sätzen die Dinge so sagen. Das ist in Ordnung. Habe ich irgendwie ein bisschen den Faden verloren. Also es wurde ja aber auch bei doch, mir. Ich wollte damit hingehen, also in dieser Familie ist in Ordnung, aber es gibt so Familiensituationen, da fällt es ungeheuer schwer, weil einfach bestimmte Eltern überhaupt nicht bereit sind, darüber zu kommunizieren. Und da finde ich es, also, oder ich sage mir so, ich glaube, man muss immer im Einzelfall überlegen, ist das Wechselmodell gut oder nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass es auch über längere Zeit gut ist, das Wechselmodell nicht zu erzwingen. Ja, also das liegt so ein bisschen an den Fähigkeiten, an den intellektuellen Fähigkeiten und emotionalen Fähigkeiten der Eltern. Und ich denke, bei euch müsste das eigentlich so machbar sein. Ja, ich bin auch, also für mich das ideale Wechselmodell ist eins, wo grundsätzlich der Rahmen gesteckt ist, Wechselmodell, ja, die Kinder haben beide Eltern gleichberechtigt, aber wie du auch vorhin gesagt hast, gibt es ja mal Phasen, wo das Kind sagt, ich finde den Papa blöd, ich gehe zur Mutter. Und dann soll das Kind von mir aus ein Dreiviertel oder ein Jahr oder wie lange es auch will, bei der Mutter leben dürfen, weil es den Papa blöd findet. Erlebt die Mutter mehr und denkt dann vielleicht, okay, die ist vielleicht auch nicht so ideal, ja, und merkt, dass beide Eltern auf gewisse Weise blöd sind. Aber dann darf innerhalb dieses Rahmens nicht das Wechselmodell aufgelöst werden, ja, weil dann fängt ja der Kampf an, ja, jetzt will ich von dir Unterhalt, weil das Kind lebt ja jetzt bei mir, ja, dann geht es wieder ums Geld, sondern der Rahmen muss immer bleiben, damit die Kinder entwicklungsgemäß auch hin und her floaten können zwischen den Eltern, weil sie ja immer, je nachdem, sich mal von dem Elternteil distanzieren wollen oder vom anderen. Stimmt. Also es ist ein hohes Gut. Ich würde das so befürworten, dass das grundsätzlich so eingeführt wird. Aber auf der anderen Seite merke ich auch, das scheitert manchmal an den emotionalen und intellektuellen Fähigkeiten der Eltern. Und dann wird es schwer. Ja, und dann kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht sinnvoller ist, zu sagen, das Kind bleibt mehr meinetwegen beim Vater oder bei der Mutter, weil dann mehr Entwicklungsfreiheit ist. Also man kann sich ja, wenn der Vater, sagen wir, die Freiheit lässt, kann man sich ja eine andere, sozusagen was wie eine Leihmutter suchen. Ja? Oder eine Frau, wo jetzt sagen wir der Sohn oder die Tochter hingeht und sagt, die ist für mich so eine Art Mutterersatz und mit der bearbeite ich das dann. Das machen wir ja, also das mache ich ja in der Psychotherapie ähnlich. Aber so grundsätzlich ist es wichtig, also die Freiheit zu lassen, dass Entwicklungen möglich sind und dass man Personen auswählt, die so eine Mutterfunktion oder eine Bruderfunktion oder eine Vaterfunktion haben. Ja? Mhm. Damit man also sich dann so abgleichen kann und Alternativen sieht und nicht nur fixiert ist bei jemandem hinsichtlich des Erziehungsmodells.
Es gab ja da diese groß angelegte Resilienzstudie, ich weiß nicht, wer die gemacht hat, wo man sich Kinder in Slums angeschaut hat und man hat gemerkt, dass so 25% der Kinder da resilient waren und aus denen was geworden ist, und zwar sogar ziemlich erfolgreich, ja, beruflich, privat und so weiter. Dann hat man sich die Faktoren angeschaut und diese Kinder hatten immer Bezugspersonen außerhalb der Familie, die sie auf den richtigen Weg gebracht haben. Genau, das erinnert mich an so ein afrikanisches Sprichwort, wenn du ein Kind erziehen willst, brauchst du ein Dorf. Ja, also wenn du mit den Eltern nicht klarkommst, übernehmen sozusagen andere die Funktion und bringen dir bei, wie man mit den Eltern umgeht. Also die Kinder werden sozusagen für ein Dorf erzogen, aber bei uns ist es anders. Unser Erziehungsmodell ist ja mehr individualistisch und wir erziehen ja auch so im Grunde genommen. Und ich denke, das macht einen vulnerabler, also angreifbarer und verletzlicher. Und so Leute, die mehr in einem System sich geborgen fühlen, die sind in mancher Hinsicht stabiler. Allerdings brauchen die auch das System. Und wenn das System, also das Dorf, nicht mehr da ist, dann wird es für die manchmal auch schwierig. Okay, kommen wir vielleicht noch zum letzten Layer vor Ende unseres Interviews, was so die politische Unterdrückung angeht. Und zwar ist ja dann eine Frau Christine Werner die Direktorin am Amtsgericht Ulm geworden. Und als Direktorin war sie dann auch zuständig, als ich den Dr. Markus Bühler abgelehnt habe. Und ich habe dem Dr. Markus Bühler vorgeworfen, dass er meine Kinder missbraucht, um mich politisch zu unterdrücken. Eine psychische Erpressung meiner Person, so auf die Art, wenn du mit denen weiter über das Wechselmodell redest, ein politisches Thema, das ich nicht haben will, dann siehst du halt deine Kinder nicht. Ja? Und ich habe da deine Befunde vorgelegt, die ja sagen, Loyalitätskonflikt macht die Mutter. Die Kinder werden vom Vater gut erzogen, ja, sollten mehr Zeit mit dem Vater verbringen. Die hat er ja alle nicht beachtet, der Herr Dr. Markus Bühler. Das habe ich alles in dem Ablehnungsgesuch gegen den Herrn Dr. Bühler genannt. Und dann musste die Frau Christine Werner darüber entscheiden. Und die hat deine Befunde mit keinem Wort erwähnt. Die wurden also komplett missachtet. Man hat dann gleichzeitig entschieden, nee, der Dr. Markus Bühler ist nicht befangen. Jetzt wurde diese Frau Werner, wurde dann die Direktorin des Landtags Baden-Württemberg. Und ich habe die dann eben öffentlich kritisiert, habe gesagt, dass sie psychische Beihilfe leistet zu der politischen Erpressung meiner Person mit meinen Kindern. Und da hat dann der Landtag jetzt mich verklagt und hat gesagt, ich hätte die Frau Werner beleidigt, weil ich gesagt habe, dass sie pervers gegen meine Kinder vorgeht. Ich habe das im Artikel auch erklärt. Ja, ich meine pervers im Sinne von pervertieren, etwas in sein Gegenteil umkehren, weil ja ich meine Kinder über ihre Rechte aufgeklärt habe. Ja, und wenn man dann sagt, wenn du deine Kinder über ihre Rechte aufklärst, gefährdest du sie ja, dann pervertiert man Kinderrechte. Dann sind ja die Kinderrechte plötzlich eine Gefahr. Ich habe auch gesagt, dass sie ja deshalb pervers gegen meine Kinder vorgeht, weil du ja in den Befunden gesagt hast, ich schädige die Kinder nicht und die Kinder sollen mehr Zeit mit mir verbringen. Wenn sie das einfach missachtet, nimmt sie ja in Kauf, dass meine Kinder weiter psychisch geschädigt werden, was wieder eine, ja, was pervers gegen meine Kinder ist, ja, weil sie ja wohl wissend. Sandro, du bist ungeheuer gut im Spielen mit Worten, weißt du? Das eine ist pervers, das ist kränkend. Das eine ist pervertierend, das ist weniger kränkend. Und wenn du pervers sagst, aber pervertierend meinst, dann kriegst du Ärger. Ja, aber es stimmt doch, oder? Also es ist pervertierend, also geht Pervertierend. sie pervers gegen die Kinder Pervertierend vor. würde ich, ne, pervertierend würde ich lassen, aber pervers ist im Grunde genommen, wie soll ich mal sagen, so ein Bereich aus der, also aus der Psychiatrie. Ja, perverse Leute sind irgendwie, naja, die sind halt irgendwie komisch, das darf nicht sein. Also du, das ist eine Form von Kränkung. Und wenn du, sagen wir, pervertierend schreiben würdest,
oder sagen würdest, dann hätte das eine andere Funktion, es würde die weniger aufregen. Ist es nicht so, dass was da der Herr Dr. Markus Bühler macht und was die Frau Christine de Werner dann durch Untätigkeit unterstützt hat, ist doch eigentlich auf psychologischer Ebene ein Missbrauch der Kinder, der eigentlich genauso abläuft wie ein körperlicher Missbrauch. Also das Perverse daran ist eigentlich von den prinzipiellen Abläufen genau gleich. Und auch bei einem körperlichen Missbrauch geht ja eigentlich schon, oder der geht mit dem psychischen Missbrauch einher. Ja? Jemand, der ein Kind sexuell missbraucht, sagt ja, sag es nicht deinen Eltern, weil sonst tue ich denen was an. Das ist ja auch eine Drohung, damit setzt das Kind psychisch unter Druck. Was hat der Dr. Bühler gemacht und was hat die Frau Werner durch Untätigkeit unterstützt? Die haben das auf psychischer Ebene gemacht. Die haben gesagt, wenn du mit deinen Kindern weiter über das Wechselmodell redest, sehen die dich nicht und haben im Grunde meine Kinder mit der Abwesenheit des Vaters gequält. Also ist es auch pervers, aber halt auf einer psychischen Ebene, nicht auf der sexuellen Missbrauchsebene. Aber es ist auch ein Missbrauch meiner Kinder. Es ist in der Tat, ich würde das eher als Bestrafung machen. Ja, ich würde, also hier ist dieser Begriff, der ist, also da ist Power drin und das ist sowas kränkend. Ich würde einfach hingehen und sagen, die bestrafen dich. Die wollen nicht, dass du an die Öffentlichkeit gehst. Die wollen nicht, dass du die in irgendeiner Weise negativ darstellst. Und dann gehen sie hin und sagen, also das ist eine einfache Dynamik, dieser Mann ist nicht gut als Vater, weil er auch nicht gut zu uns ist. Und deshalb muss er bestraft werden. Und so einem Mann kann man die Kinder unmöglich geben, weil er erzieht die Kinder schlecht. Und ist es nicht eine unterdrückende Logik? Also es ist nicht eine... Das ist eine unterdrückende Logik, also gebe ich dir recht. Also da wird im Grunde genommen nicht aufs Kindeswohl geachtet. Also auf Kindeswohl müsste ich fragen, ist es entwicklungspsychologisch wichtig, dass die Kinder zum Vater gehen? Nur wenn der Vater sozusagen so bös dargestellt wird oder sich so böse darstellt, dann geht man hin und sagt, ein böser Vater kann den Kindern im Grunde genommen nicht gut tun und deshalb verbietet man das. Also der Herr Bühler, der hat ja in seiner dienstlichen Stellungnahme einen Teil von einem Artikel von mir zitiert und da auch wieder nur ein Teil, ja, der quasi nicht das ganze Bild zeigt. Ich habe in dem Artikel gesagt, hätte ich im Dritten Reich gesagt, dass Juden ein Recht auf Leben haben, dann hätte man mich bestraft dafür. Hätte ich in der DDR gesagt, ich finde, dass jeder ein Recht auf Eigentum haben solle, hätte man mir dafür die Kinder genommen. Im Dritten Reich eben, wenn ich gesagt hätte, Jude haben auch ein Recht auf Leben, ja, hätte man mir da die Kinder genommen. Heute nimmt man mir die Kinder, weil ich ihnen sage, ihr habt das Recht auf beide Eltern. Und diesen Teil hat Herr Bühler weggelassen, ja, den dritten Teil. Aber die ersten zwei hat er reingebracht in seine dienstliche Stellungnahme. Und ich stehe da voll dahinter. Ich sehe diese Parallele, dass die Gewalt ist heute nicht mehr körperlich, die der Staat gegen einen ausübt, wenn man politisch etwas macht, was einem nicht passt, sondern sie ist psychisch. Sie ist nicht weniger pervers, ja. Also wenn ich jemand die Kinder wegnehme, weil er sagt, Juden haben ein Recht auf Leben, sagt jeder heute, natürlich haben Juden ein Recht auf Leben, ja. Jeder sagt, es ist ein Menschenrecht. Wenn ich in der DDR gesagt habe, jeder hat ein Recht auf Eigentum und man hätte mir deshalb die Kinder genommen, würde heute jeder sagen, ist doch klar, dass jeder ein Recht auf Eigentum hat. Ja? Hätte ich in Deutschland 1957, als das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass Homosexualität weiterhin strafbar sein soll, ja, hätte ich damals gesagt, nein, Homosexuelle haben das gleiche Recht auf Partnerschaft wie jeder andere, dann hätte man mir da vielleicht auch die Kinder genommen und gesagt, du bist kein guter Vater, wenn du sowas denkst, ja, wenn du hier für Homosexuelle dich einbringst. Alles, was sich verändert hat zu damals, ist, dass es keine körperliche Gewalt mehr ist, dass es nicht mehr so brutal ist wie damals. Man hat alles auf die psychische Ebene verschoben und geht heute politisch gegen mich vor, indem man mir die Kinder wegnimmt. Und das ist pervers. Man geht nicht politisch gegen dich vor, sondern juristisch. Genau, juristisch. Aber warum, wenn es doch fachlich keinen Grund dafür gibt? Also zum Beispiel der Herr Alexander Damm im Gericht. Also
wenn ich noch das kurz, der hat dann gesagt, Herr Gogans, warum bin ich politisch? Ja, bei mir hat noch nie ein Politiker angerufen. Das ist natürlich ein total blödes Argument, weil so funktioniert es nicht. 1957 oder in den 50er Jahren hat ja auch nicht der Bundeskanzler bei allen Juristen angerufen und hat gesagt, hey, ihr müsst Homosexuelle bestrafen, ja. Nein, das war einfach Usus bei den Juristen und der politischen Elite, dass Homosexualität was Ekliges ist. Ja, heute ist es ganz anders. Und ich habe den Eindruck, auf dem Level sind wir heute, was die Gleichberechtigung von Vätern angeht. Das macht man einfach nicht. Ja, so wie Homosexualität damals einfach was Ekliges war unter der herrschenden Elite, so sagen heute in Baden-Württemberg zumindest ja die Politiker, nee, wollen wir nicht. Ja, die Mütter sind die Wichtigen. Aber es hat nichts mit dem Grundgesetz zu tun. Genauso wenig wie in der DDR mit dem Eigentum, wie bei den Homosexuellen in den 50ern mit der partnerschaftlichen Leben oder bei im Dritten Reich mit den Juden. Ja. Man orientiert sich wieder nicht an den Menschenrechten. Und das halte ich für pervers. Und da müsste jemand, der heute Direktorin im Landtag ist, ja, wie die Frau Christine Werner, darf dort nicht sein, wenn sie sowas unterstützt, so eine Unterdrückung. Und das ist für mich pervers, genauso pervers wie das, was in der DDR lief, was mit den Homosexuellen lief und was im Nazireich lief. Also ich merke in deiner Argumentation, du siehst sehr viele Muster. Ja, ich kann dem folgen, ich sehe die Muster auch, aber nicht alle sehen die Muster. Und wenn man über Muster redet, die andere Leute nicht sehen, dann fällt man irgendwie auf. Und dann wird es schwierig. Ja, also dann kann man hingehen und sagen, also der sieht etwas, das ist ja gar nicht da. Und dann kann ich den auch pathologisieren und kann sagen, oh, der spinnt, dieser Typ. Was redet er denn da? Das ist doch gar nicht so. Man kann die Dinge nicht vergleichen. Und das ist bei deiner Argumentation, die du hast, ein bisschen schwer so nachvollziehbar, wenn man, ich will mal so anders denkt. Also wenn man so hingeht und sagt, so die juristische Denkweise ist allumfassend, die ist ubiquitär, die ist immer richtig, ne? Also die ist gut und abgewogen und wir haben uns das viel wir haben viel überlegt, was wir tun und das kann doch gar nicht. Kann doch gar nicht verkehrt sein. Also wenn man die eigene Position nicht hinterfragen kann. Und ich denke, diese Frau, die ging so hin und hat einfach so überlegt, ist das juristisch angreifbar? Wie ist dieser Typ? Was ist das für ein Arzt? Und dann wird man halt so abgewertet und abgelehnt und man nimmt das gar nicht ernst und entscheidet dann aufgrund seiner Befugnis. Beamte haben in einer gewissen Weise ein Recht, auch frei zu entscheiden, geht man dahin und sagt, das ist halt so und es wird abgewehrt. Und das kränkt auch wieder, ne? Und wenn man gekränkt ist, dann kriegt man auch so eine Wut und sagt, ich mache so weiter und ich kämpfe weiter, ich lasse mir das nicht gefallen. Wenn du mir weh tust, tue ich dir auch weh. Und so ist man dann auf einem Niveau, wo man immer so um Macht kämpft, also wo es um Macht geht, wer hat eigentlich Recht, aber wo man auch so auf seine eigene Gesundheit achten sollte. Und solche Kämpfe, die kann man nicht viel machen. Also da kann ich verstehen, dass wenn du so kämpfst, dass die Leute dann hingehen und sagen, so es wird ausgetauscht. Es gibt so einen Erziehungsstil, der ist sehr spannend im asiatischen Bereich. Wenn ein Kind schreit, ja, so, dann lässt man das Kind schreien. Wenn dann also derjenige, auf dem das Kind schreit, nicht mehr kann, nicht mehr ertragen kann, dann lässt man das Kind weiterschreien und gibt es einfach an den nächsten. Und irgendwann hört das Kind schon auf zu schreien. Und man teilt sozusagen das Leid miteinander. Und so ähnlich kannst du dir das auch vorstellen, wenn du das schreiende Kind bist und dich aufregst, also jetzt so also medial, ne, dann wird man dich einfach immer an andere Richter weitergeben, die hingehen und sagen, den halte ich eine Zeit aus. Und wenn ich den nicht mehr aushalte, dann gebe ich den sozusagen weiter. Also du kämpfst im Grunde genommen immer gegen unterschiedliche Richter, die dich eine Zeit aushalten. Und dann hofft man, dass du irgendwann erschöpft bist und dass du sagst, so, also jetzt hat er es verstanden, jetzt gibt er auf, jetzt ist er gebrochen und jetzt haben wir ihn da, wo man haben will. Es ist auch wie in einem Computerspiel, man kommt quasi auf das nächste Level und da wird es nochmal schwerer, weil es schneller läuft und Genau, die genau, Gegner stärker sind. Ja. genau.
Das ist ja wieder die Frage von vorhin. Was macht man dann? Und also zu den Mustern, ja, du hast gesagt, ja, da pathologisiert man dann die Leute, die Muster sehen, die andere nicht sehen oder nicht sehen wollen oder wissen, das ist gefährlich, wenn andere das sehen. Der Zug ist bei mir abgefahren. Ja. Das haben die mal versucht, das hat nicht geklappt und ich bin schon zu sehr in der Öffentlichkeit und ich bin auch deshalb in die Öffentlichkeit, damit es eben nicht klappt. Ja. Die Öffentlichkeit ist die einzige Chance, einen davor zu schützen und Gustl Mollat, das ist überall im deutschen juristischen System. Ja. Das war nicht ein Ausnahmefall. Genau. Das kommt. Gustl Mollat war ja im Grunde genommen auch einer, ne, der Recht hatte, aber der damalige Gutachter, es war ja ein Ulmer Professor, der hat im Grunde genommen dem nicht geglaubt. Ich war mal in einer Situation, in einer ähnlichen Situation, aber jetzt nicht so berühmt, als ich in der psychiatrischen, forensischen Klinik war, kam ein so Obdachloser. Und der Obdachlose hat so erzählt, also die Diagnose war Schizophrenie, und der hat so erzählt, also die Ärzte kämpfen gegen einen und die sind böse. Und also es war im Grunde genommen so, dass man sagt, der Typ spinnt. Ne? Das kann nicht sein. Ich hatte ein ganz gutes Verhältnis zu ihm und dann habe ich ihn gefragt, wo hat er denn die Information her? Und dann ging er hin und sagte, will ich Ihnen zeigen. Ja, also hat ein gutes Verhältnis. Und was zeigt er mir? Er zeigt mir lauter Zeitungsausschnitte von der Bild-Zeitung, so geordnet in einem so einem kalenderartigen Buch, ja, wo das eingeklebt ist und wo er das, was da drin steht, einfach wiederholt. Dann war die Diagnose Schizophrenie völlig hinfällig. Die haben aufgehört, haben ihm keine Medikamente gegeben. Und er hat gesagt, wissen Sie, warum ich das gesagt habe? Ich wollte den Winter, wollte ich nicht draußen in der Kälte sein. So. Also im Grunde genommen haben auch Juristen oder Mediziner oder Gutachter immer die Aufgabe, so denke ich, aufgrund meiner Erfahrung, zu hinterfragen, ist das, was Sie sagen, wahr oder kann das wahr sein? Ist Ihre Aufgabe, ja, ob Sie es machen. Also, Das ist eine andere das, Sache, ja. Also also. im Grunde genommen würde ich erwarten, dass also die Richter hingehen und sagen, kann das, was der Gant schreibt, wahr sein und überprüfe ich das? Und manche gehen hin und sagen, das kann nicht wahr sein, weil es ist nur ein einfacher Arzt, ja, der hat überhaupt keine Erfahrung und was weiß der schon? Und den nehme ich einfach nicht ernst. Ich nehme nur Leute ernst, die, sagen wir, Gerichtsmediziner sind oder Gerichtspsychologen. Und alle anderen nehme ich nicht ernst. Und ich glaube, das ist falsch. Ja, aber ich sehe, die Realität ist auch so, dass man eben bestimmten Leuten glaubt und anderen Leuten nicht glaubt. Das ist in der medialen Welt so. Also man sieht es jetzt in Russland, ne, wo so die freie Meinungsäußerung so unterbunden wird. Aber ich denke, in mancher Hinsicht wird auch unsere Medien werden beeinflusst von Leuten, die, sagen wir, wo es ums Geld geht oder die eine andere Denkweise haben. Und so ähnlich hast du das auch in dem Fall. Das ist schwer zu ertragen und es ist kränkend. Und gerade weil du deine so Kinder so magst und auch als Vater aktiv sein willst, ein guter Vater sein willst und sagen willst, ich will auch das, was ich gezeugt habe, mitformen und sozusagen den Kindern zeigen, wie meine Gene, also ne, es gibt ja so Verhalten, ist ja auch zu 50% genetisch, denen will ich das erklären, wie ticke ich und wie erlebe ich die Mama. Also ich will denen behilflich sein, durchs Leben zu kommen, wie du das ja bei deiner großen Tochter erfolgreich machst, dann ist es ein ungeheuer kränkender Vorgang, wenn Leute, die man schätzt, also die man auch achtet, Richter, hingehen und dann plötzlich sagen, das nehme ich alles gar nicht so wahr und das ist alles falsch und du bist schlecht, ohne das zu hinterfragen und hinzugehen und sagen, wir sind eigentlich die Mutter. Und da verstehe ich die ungeheure Wut, die dann auch entsteht. Und ich denke, das sollten sich auch die Richter und die Richterinnen bewusst werden, dass die mit ihren Entscheidungen auch eine wahnsinnige Wut auslösen bei denen, über die sie entscheiden.
Ja, das wäre ja insofern okay, wenn das fundiert ist. Ja, ich hätte kein Ja. Problem, wenn das fundierte Entscheidungen sind, aber also wieder Muster, ja, das Muster, das ich in meinem Fall sehe. Und ich sehe es ja auch in anderen Fällen, weil Freifarm als Portal mittlerweile bundesweit bekannt ist und wir in der Woche sicher 3, 4 Zuschriften bekommen, wo Leute uns ihren Fall schildern und wir kriegen immer neue Autoren dazu, Eltern, die selber dann darüber schreiben, was sie erleben. Und das Muster in meinem und in diesen Fällen ist, das Familiengericht kommt mit irgendeiner pseudopsychologischen Erklärung und macht daraufhin eine Entscheidung. Wenn du dann dagegen vorgehst, zum Beispiel bei der Staatsanwaltschaft, oder sagen wir zuerst, du gehst dagegen vor in Form von einem Ablehnungsantrag gegen den Richter, dann wird der nächste Richter, wie in meinem Fall die Frau Werner, alles, was gegen das spricht, was der Richter macht, zum Beispiel eine fachliche Einschätzung wie von dir, einfach nur missachten, als würde es die nicht geben, als wäre sie nie vorgelegt worden. Und dann geht man zur Staatsanwaltschaft und sagt, hier werden Kinder genötigt und so weiter. Und dann stellen die einfach ohne Begründung, ja, und ohne fachliches Gegengutachten genau das Gegenteil fest und sagen, nein, ist keine Nötigung, ja, oder sagen, ja, ist doch eine Ferndiagnose, ja, obwohl du denen schreibst, warum es überhaupt keine Diagnose ist, ja, und das ist aber auch schon keine Ferndiagnose. Es ist egal, man hat einfach diese Macht, nutzt diese Macht aus und ignoriert etwas, was dem widerspricht. Oder wenn man die Staatsanwaltschaft ist, die ja weisungsgebunden ist an die Politik, quasi direkt unterstützt ist von der Politik, von der Herrschenden, dann stellt man einfach das Gegenteil fest. Und das heißt für mich, der Staat nutzt Psychologie für eine Unterdrückung von Eltern, jetzt im Bereich Familienrecht. Und wenn du dagegen vorgehst, passiert quasi so ein Gaslighting, so auf die Art, wieso? Ist doch nichts, ja? Ist keine Nötigung? Was? Der hat was geschrieben? Wo hat er was geschrieben, ja? Man tut so, wie wenn es nie gewesen wäre. Das ist ungeheuer ärgerlich, ne, so in dem Einzelfall, aber ich denke, das ist auch die Realität, denn wenn du erziehen willst, also anleiten willst und nicht gewalttätig werden willst, also jetzt Grenzen setzt durch Schlagen, dann musst du das im Grunde genommen sehr viel feiner machen und das läuft nur über Psychologie. Also das läuft zum Beispiel, indem du jemanden einfach nicht anschaust mehr. Oder indem du hingehst und dich distanzierst und sagst, ich rede nicht mehr mit dir, ich schweige dich an. Ja, also du findest dann keine körperliche Gewalt, sondern du findest dann psychischen Druck oder psychische Konsequenzen. Und ich kann mich so erinnern, warte mal, wie hieß der? Peter Rossegger. Peter Rossegger ist ein österreichischer Autor, wenn ich mich erinnere. Der hat mal eine nette Geschichte geschrieben, wo er so, glaube ich, zum Milchholen geschickt worden ist und dann irgendwo das Geld verloren hat und dann zurückkam und ohne Milch. Und er hatte so ein schlechtes Gewissen und die Eltern haben ihn psychisch bestraft. Und er sagte, ich hätte mir so gewünscht, dass mir die Eltern eine Ohrfeige gegeben hätten und es wäre vergessen. Ja, also dass das dann sozusagen gleich bestraft wird. Und dann ist es aber vergessen, dann ist wieder Versöhnung da. Aber stattdessen wird dann über mehrere Wochen geschwiegen. Ja, und ich kenne das also jetzt auch im Umgang, sagen wir, mit dem Erziehungsstil von anderen Eltern. Wenn sagen wir, der Sohn irgendwie nicht die erwartete Eins, sondern nur eine Zwei gebracht hat, dass die Eltern dann hingehen und sagen, jetzt kriegst du 4 Wochen, bleibst du zu Hause und lernst nur und darfst keine Freunde mehr sehen. Dann ist das einfach zu viel Bestrafung für diese Kleinigkeit. Und so einen Trend haben wir, dass wir zu hart bestrafen, also dann auch emotional und nicht angemessen bestrafen. Ja, Ja, das ist in unserer gesamten Gesellschaft so. und da halte ich es eben für wichtig, dass sowohl privat, ja, und das will ich halt für mich erreichen mit den Kindern, sowohl privat wie in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein dafür entsteht, was psychische Gewalt ist, auch psychische Gewalt durch den Staat, wie in meinem Fall am Familiengericht. Das Familiengericht ist ein idealer Ort, weil es geschieht hinter verschlossenen Türen, ja.
Sind keine öffentlichen Verhandlungen. Da kann der Staat seine psychische Gewalt hemmungslos ausleben. Und wir haben heute ein öffentliches Einverständnis darüber, dass man, wenn einem die politische Meinung von jemand nicht mehr gefällt, man ihn nicht mehr einfach an die Wand stellt und erschießt, nicht mehr einfach in Bautzen ins Gefängnis steckt, ihn nicht mehr, weil er sexuelle Neigungen hat, ja, wie Homosexuelle, ihn dafür bestraft, ja. Diese Übereinkunft haben wir, aber wir haben noch nicht die Übereinkunft, dass Eltern die Kinder nicht weggenommen dürfen, weil ein Elternteil eine politische Meinung hat, die einem Richter nicht passt, wie es in meinem Fall ist. Weil das ist psychische Gewalt, die da der Staat verübt. Gebe ich dir recht. Das wollte ich hören, Wolfgang. Schön, dass ich es gesagt habe, weil du es hören wolltest. Damit können wir das Interview beschließen. Dann habe ich ja recht gehabt, ja. Ja, es ist so. Und auch in den Urteilen wird das, was du ja sagst, also das habe ich so gelesen, so begründet, dass man hingeht und sagt, weil du nicht gehorchst, dafür kriegst du die Kinder nicht. Das ist wahr. Es ist so. Also auch du wirst vom Gericht wie eine Person behandelt, wie ein Kind behandelt, die zu gehorchen hat und sagt, wir sind eine Autorität und du darfst uns nicht angreifen. Und das ist halt ein Unterwerfung versus Autonomiekonflikt, würde ich das mal so in meiner Fachstraße bedeuten, indem man die schickt und irgendwann geht man hin und sagt, ich bin mündiger Bürger, ich lasse mir das nicht mehr gefallen. Ja, und wenn ich die Leute viel unterdrücke, gibt es irgendwann mal eine größere Revolution, die fängt mit Einzelnen an und irgendwie mal, also wenn die dann so ausgebildeter sind und dann besser, also eine bessere innere Struktur haben und dann gehen die auch hin und sagen, wir revoltieren auch und gehen auf die Straße und zeigen, auf diese Art und Weise läuft es nicht. Das scheint mir dann im Bereich von Corona leichter zu sein, als da geht mehr auf die Straße als in deinem Bereich, was die Familie betrifft. Aber grundsätzlich, was deinen Fall betrifft, meine ich, das läuft bei dem Gericht oder bei den Gerichten, mit denen du verwoben bist, läuft es so. Ne? Aber man darf auch nicht vergessen, du ärgerst die auch maximal. Ja, genau, absichtlich. Gut, dann schaue ich mal, ich nehme mal deine Tipps ernst, die du mir gerade gegeben hast. Und ein bisschen lasse ich mich ja auch gern von dir therapieren, auch in solchen Video-Interviews, die dann öffentlich gemacht werden. Und schau mal, wie ich mit dem Richter Alexander Damm, wie wir zusammen zurechtkommen, ja. Ob man da das Vertrauen, das der Dr. Markus Bieler vollkommen zerstört hat, wieder aufbauen kann. Ja, also die älteste Tochter sagt ja zu mir, sie will mit dem Gericht gar nichts mehr zu tun haben. Also da muss das Gericht sich echt an der eigenen Nase packen und sagen, wir haben hier vier Kinder völlig verprellt, wir haben denen ihr Vertrauen, den Rechtsstaat völlig zerstört. Und ich würde mir wünschen, ja, und würde mich freuen, wenn das klappt mit dem Richter Alexander Damm, dass da Vertrauen wieder aufgebaut werden können. Also dann lass mich auch mal auf Seiten des Richters stellen und dann sage ich nicht, ich halte dir die Daumen, sondern ich halte euch die Daumen. Dankeschön, Wolfgang. Finde ich ein tolles Schlusswort, eine tolle Schlussgeste. Und ich danke dir recht herzlich, dass du hier warst, auch dich öffentlich einsetzt für das Ganze. Ja, Dankeschön. Mach's gut, gerne. Tschüss. Tschüss.